Mic check. Was richtig cool ist, es sind Herbst und Winter und ich habe nicht mehr diese verkackte Sonne hier um 19.30 Uhr. Richtig schön. Ein Hoch auf die Dunkelheit. Willkommen herzlichst zu Feuerglatze Gaming. Feuerglatze zockt FTL. Diesmal auch ohne Mod-Probleme, ist nämlich schon alles richtig schön getestet, installiert. Alles läuft, wie ich es mir vorstelle, wie am Schnürchen. Und heute probieren wir mal ein anderes Raumschiff aus als letztes Mal. Prostata, was ist Leben? Jetzt ergibt es nämlich auch wieder Sinn, dass ich mir extra das weiße Rollo geholt habe. Rollo, witzig. Hallo in Eldrick! Weil ich dann mit dem Licht dagegen ballern kann und das dann hier reflektiert wird. Und deswegen haben wir auch dieses schöne... Habe ich nicht Halloin gesagt? Halloin, Heldrick. Jetzt muss ich das ja quasi nochmal doppelt Halloin wieder aufnehmen. Genau. Und jetzt deswegen total schön reflektiert und so. FTL, hast du schon mal FTL gespielt, Heldrick? Oder sagt es dir überhaupt was? Ist das überhaupt ein Spiel für dich? Heute werden wir nämlich nicht mit The Kestrel, sondern mit The Taurus anfangen, weil Drohnen. Ich will etwas mit Drohnen haben. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt. Das hier mit nur einer Person und ohne Sensors, richtig übel, will ich nicht haben, weil wir halt nicht sehen, was in den anderen Räumen abgeht. Mit dem kam ich schon mal ziemlich, ziemlich weit. Ich glaube sogar, Moment, The Taurus, war das nicht sogar eins meiner... Hier, siehst du? 709A. Mit dem Ding kam ich schon mal richtig, richtig weit. Ja. Und... Moment, Ship Best? Achso, jeweils. Ah, okay. Den habe ich noch nie benutzt. Hier, den. Okay. Was? Kestrel, MG, verstehe. Hat dich überfordert, verstehe ich sehr gut. Letztes Mal habe ich schon ein bisschen erklärt, was in dem Spiel so alles geht, worum es hier geht, was man machen kann. Es gibt hier, es ist easy to learn, hard to master, ist glaube ich ein bisschen verkehrt, weil es ist auch hard to learn. Aber wenn man es weiß, weiß man alles. Also es ist komplex. Aber für mich, also ich finde genau die richtige Art von Komplex. Ich mache mich schon mal kleiner, damit man das sieht. Habe ich eigentlich drauf geachtet? Ja, Spiel ist noch da. Wäre jetzt hier das Spiel auch noch da? Muss mal kurz gucken, ob ich bei meinen OBS-Einstellungen irgendwie Scheiße gebaut habe. Nein, habe ich nicht. Gut. Gesicht ist wieder da. Hi! Sagt Pika Pika! Das ist ja voll das Original-Pikachu-Emoji. Pock-Pikachu. Das darf Twitch? Krass. Kostete bestimmt viel Geld. So, also Taurus. Die Frage ist, nehme ich das erste oder zweite Layout? Lass uns das mal vergleichen. Hier haben wir die Engi. Was können die Engi noch? Repair Speed doubled, Combat Damage halved. Ja, finde ich nicht so geil. Hier hingegen haben wir No Damage from Lack of Oxygen. Das ist der geborene Captain. So ein Lanius. Sajovan the Lanius. Fenn, wieso hat er denn noch so ein Andrew Fenn? Ich glaube, ich benenne mir gleich mal um. Was? Da gibt es sogar einen Glurak. Oder Charizard. Ah, verstehe. Wenn man es übersetzt, sehe ich gerade. In der Champs-Charisee. So ein französisches Song. Ein Chanson. Ein Char... Okay, der Gag führt ins Nirgendwo. Wie ist denn sonst hier? Crew, würde ich sagen, finde ich C besser. Was haben wir denn hier unten an Systems? Guck mal. C hat etwas weniger... sehr viel weniger Weapon Power. Und weniger Drone Power. Dafür... Und auch keine Med Bay. Oh. Das ist mal was. Das habe ich noch nie gespielt. Aha.
Aber Clone Bay. Ah. Aber jeden Jump wird sie geheilt, die Crew. Hm. Microcode-Cloning. Als ob es sowas gibt. Als ob. Okay, okay. Ist dann wieder ganz cool. Und was ist das? Hacking. Können wir auch dann machen. Ich möchte es mal ausprobieren. Wie nennen wir den? Jiang, Ozoa und Armas finde ich schon ziemlich cool. Wollen wir den noch irgendwie... Wobei das mit den Leuchtgelben finde ich auch ziemlich nice. Ozoa könnte mir ein bisschen interessanter aussehen. Der eine Leuchtgelb, der andere Feuerglatzen-Orange. Gibt es Feuerglatzen-Orange? Nee. Dann leuchtet er halt... da war Feuerglatzen-Orange. Aber ich möchte das ohne diesen komischen... Das Ozon-Ding da rumherum. Feuerglatzen-Orange. Ach Mann, gibt's... Dann nehme ich den hier. Den, der finde ich, sieht auch noch schick aus. Ozoa. Ich habe sogar Ozon noch gerade gesagt. Hatte ich das noch in meinem... Small Mind drin, oder was? Und Jiang. Jiang mag ich auch. Der sieht doch badass aus. Das sind super Meatbäume. Ah, die sehen alle ganz cool aus. Rote Augen haben aber auch was. Ich nehme jetzt den. Yeah. Und wir nennen es nicht Tetragon, sondern... Halloin, Bamsebiene! Herzchen gehen zurück. Guck mal, sogar in Emoji-Form. Boom! Feuerglatze kann nämlich auch chatten mit seinem Handy. Heldrick, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber tolle News, am Mittwoch, das erste Mal Hollow Knight. Blind, ich habe es noch nie, noch nicht mal, noch einmal habe ich es angemacht, um in den Optionen schon mal Sachen einzustellen. Hallo, Visual! Guten Tag, mein Jung! Ich sehe, du hast jetzt auch die super Emojis. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber es gibt jetzt mehr Emojis. Ich glaube, Erfindo weiß es. Ach, aber... Judentag, Minjong. Wenn man es nicht wüsste, könnte es auch sein, dass es irgendwie eine dass du mich auf Hebräisch gerade gedisst hast. Aber nein, ich weiß, ich spreche ja Schnodderdeutsch. Genau, hier zum Beispiel das RIP-Emoji ist da. Was es auch letztens gebraucht wurde, weil ich bin gestorben im Spiel. Und das Hype-Emoji. Yeah, coole Updates. Mittwoch Hollow Knight, morgen und Donnerstag Torment Tides of Numenera, dann vielleicht sogar durchgespielt und dann die nächsten Donnerstage, mit dem Luft, und Dienstag wird's wahrscheinlich nochmal La Mulana und Hatoful Boyfriend werden, weil ich die auch noch durchhaben möchte. Und vielleicht dafür Mittwoch und Montag dann Hollow Knight. Ist jetzt total schnell gesagt und auch dann habe ich Mittwoch und Montag gesagt, in einer anderen Reihenfolge, als man eigentlich Montag und Mittwoch sagt. Alles kommt total kompliziert. Aber Hauptsache Visual freut sich und ist gehypt. So, wir hatten die erste Feuerglatze genannt. Die nennen wir Glatzenfeuer. So, soll ich gerade eben noch gucken. Die Fence-Scrambler hatten die anderen auch sowas. Aber ich will Jiang, Armas und Ozoa nicht verlieren. Nee, dann lasse ich das. Was kann der? Ich versuch's mal mit dem Ding. Dual Lasers. Nur eine Power required, auch nicht schlecht. Brauche aber 10 Charge Time, dafür zweimal. Schlechter Laser. Müssen wir auf jeden Fall später austauschen. Aber wir haben die Combat Drone. Aber wir brauchen die Drone Parts auch. Ich versuch's jetzt mal mit der Glatzenfeuer. Puh. The data you carry is vital to the remaining Federation fleet. You'll need supplies for the journey, so make sure to explore each sector before moving on to the next. But get to the exit before the pursuing rebel fleet can catch up. Tim! Pausing. Press space at any time to pause the game. You can still issue orders to crew or manipulate system power while paused. Okay, so werde ich nie widersprechen. Ach, wir sind im Nebula, deswegen haben wir hier keinen. Ich habe mich schon gewundert. Ozoa an die Shields und du an die Weapons, ja. Ah.
Partially powered? Nein, voll powered wollen wir das haben. Wieso waren es denn nicht? Ah, wegen der Drones-Dingers. Es ist schon hakelig. Wir haben auch. Okay, wir haben aber 25 Drone-Parts. Ist schon einiges, Leute, ist schon einiges. Hallo, Cutie Cat! Miau, miau. Gerade die MS Glatzenfeuer gestartet. Und ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Das wird. Hacking haben wir dafür. Stimmt. Es wird, glaube ich, ein interessantes Erlebnis hier. Kann ich die anderen Sachen auch mannen? Jetzt habe ich hier... Nee. Kann ich nicht. Hier auch nicht. Hier könnte ich mannen. Hier könnte ich, wenn der Nebula nicht da wäre. Hier kann ich mannen. Kann ich die mannen? Nee, kann ich nicht. O2 auch nicht. Wozu auch? Und hier haben wir... Hacking kann ich auch nicht mannen. Ah, packen wir Uzoa aufs Schild. Armas. Fürs Arm. Für die Arms. Das ist ja, passt ja total gut. Wie mir der Random Name Generator das gesagt hat. Wasser. Das Leben beim Sabine. Und Cutie Cat. Die Frage finde ich komplett berechtigt. Mir geht's gut. Oh, das weißt du ja. Bamse, können die Kinder irgendwas, was sie letztens nicht konnten? Vielleicht jetzt schon... schon Abi oder so, jemand von denen? Oder was man so als Kleinkind macht? Oder Baby? / Okay. Will ich Uzoa an den Shields haben oder hier? Ist schon... praktisch vielleicht, wenn sie nicht so nah beieinander sind? Dass die schnell aufgeladen werden, ist schon ganz gut. Vor allem bei so einem lahmen Laser. Ich habe auch nur ein Shield überhaupt. Ich glaube, das bringt es dann gar nicht so richtig. Ich muss auf jeden Fall schnell demnächst aufballern. Herbstblues. Rauchen? Rauchen? Ich rauche nicht. Jules, gehst du gerade eine rauchen? Guten Appetit. Ach, die Kinder, was die in dem Alter so machen. Ja, wann hast du das erste Mal eine Zigarette gezogen, Jules? Ich war immer ein liebes Kind und fand das total schrecklich, aber ich habe es einmal gemacht und bin fast erstickt. Ich war, sagen wir, 11? Oh Gott! Mein Kopf sagt mir 11. Also die Kleine schreit jetzt noch lauter. Ja, wahrscheinlich, weil sie zu wenig... Du musst ihr ein bisschen Feuerglatze geben. Sie hat wahrscheinlich zu wenig Feuerglatze in ihrem Leben. Hallo, Chiroxy! Guten Abend! Auch an dich. Vom Bauch auf Rücken. Oh, das macht aber Spaß, oder? Sich so zu drehen. Chiroxy war 12. Okay. Ah, und Visual ist stolzer Vertreter des Nichtrauchertums. Ich ja auch. Ich habe auch nie richtig geraucht. Ich habe höchstens immer geschnorrt. Aber hat mir nie welche gekauft. Total stolz drauf. Aber ja, ist auch überhaupt total blöd einfach, rauchen. Naja. Nicht schlecht, Visual. Ja, das stimmt. 11? Ja, ich glaube schon, Cutie Cat. Das war an einem Skaterplatz. Das klingt total Gangster. Ich kam dann mit meinem Skateboard, aber konnte nicht skaten und stand da einfach nur da rum. Und hatte aber ein Feuerzeug und ein Deo-Spray. Und das hat Spaß gemacht. Habe ich aus dem Light Glue-Video von Sean Paul mir abgeguckt. Ich hoffe, die Eltern schauen nicht zu. Sie schreit vor Freude. Ah, ja. Weil 19.30 Uhr und Feuerglatze ist im TV. Aber schon immer nicht Raucher. Ich war nur Gelegenheitsraucher von 17 bis 19. Ja, so bei mir auch so. Also aber auch noch nicht mal Gelegenheit, sondern einfach nur in der Disco.
mit Weizen in der einen und Zigarette in der anderen Hand. Wenn man so schlecht von 1 zu 3 sein. Ja, das hatte ich nämlich auch, Shiroxy. Weil ich halt immer nur, höchstens am Wochenende, war der Zeit, der Raum dazwischen auch immer so lang, dass ich dann schon immer wieder high wurde von der nächsten Zigarette gefühlt. Irgendwie so, ugh. Und mir wurde dann auch immer irgendwann richtig schlecht, einfach nur. Überhaupt nicht lecker. Bach. Die einzige Lu, die ich brauche, ist Liebe. Visual. Da gehe ich mit. Mir, vielleicht ist es auch der quasi Herbstblues, aber Cutie Kate und ich sind nur noch am Kuscheln. Also ja, am Kuscheln auch. Also ich meine wirklich, wir sind nur noch am Kuscheln die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube einfach auch wegen des Lichts. Und weil es dann so schön warm ist. Ja. Robin auf dem Skaterpark, das passt total, ich weiß. Yikes. Was? GIF? Habe ich nicht gesehen. Hallo, Nilberik! Bei mir und meiner Freundin auch so. Ah, siehst du? Ja, ist bei euch auch, Ilberik, Bamse, ist bei euch auch gerade Herbstzeit, Kuschelzeit? Nein, nein, Kuscheln ist Kuscheln. Ich meine Kuscheln. Wie? Ach, ihr versucht ja das dritte Kind wahrscheinlich, ne? Stimmt. Vielleicht auch nicht. Habe ich jetzt einfach mal in den Raum gesetzt. Ozoa geht jetzt... Ja, bleibt hier. Ja, ja. Dann haben wir auch die schön verteilt, wenn mal einer da und dahin muss. So, und ihr speichert jetzt eure Positions und wir gehen als erstes hier hin. Das nochmal, ich hab's gesehen. Hier gerade eben auf dem kleinen Bildschirm. Aber irgendwer ist da geskatet, ne? War da ein Baby auf dem Skateboard? Ich glaube irgendwie sowas, ne? Ich habe immer gleich die Mega-Hitze, wenn ich kuschel. Meine Körpertemperatur steigt auf, gefühlt und ich halte. Ist bei mir ganz genauso, Shiroxy. Deswegen haben wir auch zwei verschiedene Bettdecken, weil wenn wir uns unter derselben Bettdecke aufhalten, ich bin einfach wie so ein Nuklearkraftwerk in Kompaktformat, in 1,70 Körpergröße. Deswegen, ich kuschle noch immer nur mit Oberkörper frei. Nee, gar nicht, heute auch mit Shirt. Aber auf jeden Fall wird schon schnell warm, ja. Gibt's da noch was anderes? Was für ein drittes Kind? Ja, okay, dann habe ich was falsch verstanden. Deswegen habe ich gerade die Meldung bekommen, dass sich dein Kanal an Erwachsene richtet. Richtig. Es geht um ganz viel Kuscheln. Nein, es geht wirklich um Kuscheln. Im Tütü. Ah, ja, das passt eher schon. Also Tütü, würde ich sagen, passt mehr zu mir als Skateboard. Und nach 10 Sekunden bin ich weg. Ich bin ihre Heizung. Das stimmt. You recognize the ship as a well-known slave trader. She hails you and offers you laborers for cheap. Shit. Ah, ich kann's. Okay, eins geht sowieso schon nicht. Attack the slaver scum! Scheiß Sklavenhalter. Hassen wir sowas. Sowas hassen wir. Dual Lasers auf die Shields erstmal. Ah, scheiße, mein. Ah, Moment. Und? Ja, okay. Und Hacking Drone auf. Shields und dann Weapons oder andersrum? Wenn wir Shields kaputt haben, dann sind sie halt kaputt. Die müssen halt richtig kaputt sein. Ja. Und Drone auf die Weapons. Bin gespannt, wie gut das geht. Hacking auf die Weapons, meine ich. Beam kommen wir später zu. Okay. Mal schauen, wie es läuft. Dieses Schiff habe ich noch nie gespielt. Hahaha. Kannst mich nicht ab... Ich dachte, du kannst mich nicht abschießen. Wieso lädst du denn dann noch? Wieso kannst du mich denn abschießen? Junge. Was stimmt mit dir nicht? Ich hab doch... Hallo? Hallo? Ja, richtig geil, wie das schon läuft hier. Du reparierst da mal mit. Ist das ein scheiß Laser? Okay, dann schieß doch mal auf die Weapons. Was habe ich denn da gemacht mit der Drone? Richtig toll. In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten einen Tag verbringen? Ah. Stream Elements. Ich bin froh, dass du fragst. Ich bin mir, ehrlich gesagt, es gibt Fantasy-Welten, die ich cooler finde, aber von wegen dort einen Tag verbringen, heißt es ja auch, dass ich sicher sein möchte. Und nicht irgendwie auf Dune, dem Wüstenplaneten, oder
oder in Tamriel bzw. Nieren- oder Wadenfell rumlaufenden Elder Scrolls und so. Ich glaube, es wäre Harry Potter. Einfach in Hogwarts, das wäre schon klar, da passieren auch immer Sachen. Aber mittlerweile ja nicht mehr. Jetzt, wo McGonagall da ist, die macht das schon. Ja. Ja, Hogwarts wäre es. Harry Potter eindeutig, sag ich ja. Shroxy, sag ich ja. Mir ist auch oft der Kalt, aber kuscheln einfach zu krass. Wenn jemand nah mit seinem Körper bei mir ist, merke, fühlt alle Hitze auf und ich verrecke innen drin. Als würdest du so richtig gekocht werden. Heißt das, nimmt die Hitze auf? Heißt das, der anderen Person wird dann auch kalt? Bist du so ein richtiger Hitzemagnet? Was hast du? Okay. Wieso denn nicht? Wie kommst du denn dazu? Ich meine, du magst ja Harry Potter. Okay, und jetzt geht ihr auch mal eben das reparieren. Und du stellst dich aber mal hier auch hin. Damit ihr besser ausweichen könnt. Ah, so, jetzt endlich haben wir mal die Kacke da. So, und jetzt Lasers nochmal aufs Shield. Was ist denn das für ein Geräusch? Wahrscheinlich die Drohne. Oder? Ich denke. Und alle wieder auf Kommando. Ach, guck mal, wie wir da sehen. Vielleicht kriegen wir Kletzkin ja sogar abgeschossen. Und können sein Schiff nehmen. Ah, wahrscheinlich nicht. Ah, guck mal, das sind sogar mehr als Kletzkin. Ah, vielleicht sollte ich die Tür mal wieder schließen. Ah, ich bin so aufgeregt. Ich bin gespannt auf die Antwort, Shroxy. Auf die, wie du das rechtfertigst. Okay. Das lief gewöhnungsbedürftig. The slave ship is destroyed. They won't continue their evil trade, but many lives were probably lost on that ship. Yep. You gotta break some eggs to make omelets. Sagte er, nachdem er Sklaven tötete. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Weapons. Ich werde erstmal noch mein Scrap sparen. Jetzt von da nach da nach da. Sollte funktionieren. Ja, das machen wir. Hey, ja, ich denke schon. Ich glaube, ich habe auch gesehen auf Twitter, Far Cry 6 wird viel drüber geredet. Muss neu sein. Ich kenne auch nur bis 5. Und danach noch wieder so Teile ohne Zahlen. Ich glaube, das war nicht New World Order, aber irgendwie sowas, so ähnlich hieß das. Das war so pink mit Mädels. Shroxy, hast du meine Fragen nicht gehört? Wieso hast du das 7. Buch nicht zu Ende gelesen? Es gab auf jeden Fall auch Punkte an dem 7. Buch, die mich gestört haben. Vor allem habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso packen sie Salazar Slytherin's Locket nicht einfach in den fucking Mokeskin-Beutel, den Harry die ganze Zeit bei hat, gerade noch von Hagrid bekommen hat, kannst nur du aufmachen. Pack das da rein, alles gut. Nein, wir müssen es da immer tragen. Richtig, richtig dumm. Hat mich aufgeregt. Und es gab da auch keinen Grund für. Ich habe das Buch extra dann damit mit den Augen gelesen, gab keinen Grund dafür. Aber ich fand das Battle of Hogwarts, also der beste Teil an dem 7. Teil, finde ich eigentlich, Shroxy, war das Ende. Also die ganzen Sachen, das Battle of Hogwarts, fand ich richtig gut gemacht, richtig gut geschrieben. Vor allem, weil ich so für Battle-Sachen in Büchern müssen halt auch gut sein, damit sie auch irgendwie zünden. Und hat die Rowling gar nicht schlecht gemacht. Das wird mir gerade auch 3 von 6 empfohlen. Also von 6 Quellen sagen dir 3 Leute, das musst du spielen. Ach so, okay. Ist mir zu neu. Ich habe Far Cry 2 gespielt und möchte erstmal noch die anderen Teile danach spielen. Unter anderem auch Blood Dragon. Da freue ich mich drauf. You spot a rebel ship nearby. It seems to have been refurbished for transport rather than combat. And does not seem to want to engage you on your ship. Surrender. Oh. Okay. They're trying to escape. Was haben sie denn da für eine Drohne? Okay. Meine Combat Drones wird es runterballern. Das lassen wir nicht zu. Deswegen. Ich schieße hier rauf, während mein Hacker die Shields kaputt macht. Ja, damit er nicht abhauen kann.
Haha, Edgepatch. Was macht die Hacking Drone eigentlich? Die macht überhaupt nichts. Ach, oder muss ich drauf schießen und dann kann es nicht neu laden? Ist das das Geheimnis? Jetzt habe ich die Drohne getroffen. Immer noch chargen, ey. Verdammt! Kackwurst! Aber deren Drone ist weg. Ich könnte... Ach, ich muss draufdrücken! Ich Vollhorst! Ja, na dann ist natürlich auch klar, warum das nicht funktioniert. Die muss ich so richtig benutzen. Okay. FTL immer noch charging. Aber warte mal kurz. Mit deiner Laser. Dann mache ich nämlich hier gleich... Und Shields down. Und schieß drauf. Ah, doch nicht ganz down. Verdammt! Nein! Weg sind sie. Scheiße. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, wie man so eine Hacking-Drone benutzt. Na. Ja, das Ende war gut. Ich fand die Zerstörung von Voldemort viel, viel besser als im auch sehr guten Film. Ja, ich auch. Zum Beispiel, ja. Und einfach so der... Das Chaos und die Verzweiflung kam in dem Buch irgendwie noch besser rüber. Da ist ein Store, okay. Kommen wir von da dann da hoch? Ja, würde ich kommen? Ja, okay. Dann gehen wir langsam mal nach rechts. Aha, I'm trying to get back to our home. Ja, leider nicht. I respectfully decline. Okay. Dann jump ich hier hin und dann zum Store. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Schiff war. Let you continue. Nein. Ich glaube nicht, dass ich diese Decision regretten werde. Okay, ist das besser, Shields zu disrupten? Nee, die kann nicht schießen. Disrupte mal lieber die Weapons, dann kann nämlich jemand mich aufs Shield konzentrieren. Ja. Und zwar gleich, sobald sie fast vollgeladen haben. Edgy, badgy. Oh, ja, okay, so richtig. Ein Hacking Drone muss auf jeden Fall gepimpt werden. Weil in diesem Moment bringt sie mir noch echt nicht so viel. Shitballs, ey. Nein! We will not accept surrender. Und ich habe noch nicht mal... Was soll ich denn mit Raketen? Ihr werdet sterben! Haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig. Bald ist es soweit. So, den noch wegmachen. Und... Ja, immer schön auf die Weapons. Attack the weapons! Booyah! Ja, 15 Scrap. War vielleicht der andere Deal sogar besser? Ich weiß es nicht. Mann. Bin nicht zufrieden. Ihr beiden... Und also ohne ihn? Also ohne ihn? Ach, Mann. Cutie Cat und ich haben gestern die ersten beiden Folgen LOL geguckt. Guckt ihr das auch? Was haltet ihr davon? Und so? Meinungen? Dazu? Und Shiroxy? Okay, nein. Ja, genau, Staffel 2. Wir spoilern nicht. Es gibt ja auch erst nur 2 Folgen. So, also, das kommt auch noch dazu. Shroxy, wenn du mich hörst, wieso hast du denn den 7. Teil nicht zu Ende gelesen? Das hast du immer noch nicht beantwortet. Das finde ich nämlich sehr interessant, wenn wir darüber reden würden. Das schauen, sobald alle Folgen da sind. Ah, okay. Ach so, okay. Die Luft war raus.
Hattest du das Gefühl nur in diesem Buch oder einfach war deine Harry Potter Luft raus? Welche Luft? Das ist quasi meine Frage. Ja, okay. Wir brauchen Sachen. Aber hab auch nicht viel. Ja, dieser Laser ist richtig scheiße übrigens. Intership Beam Drone. Ich könnte die verkaufen und dann die holen. Ich glaube, darauf läuft es halt hinaus. Vielleicht diese beiden nämlich dann. Dann habe ich 7 Power irgendwann. Aber ich habe noch nicht mal so viel. Wobei, doch. 55 könnte ich bekommen, wenn ich 65, dann könnte ich mir die holen. Ja, komm. Update. Ich habe die aber noch nicht einmal benutzt. Die Laser sind halt richtig kacke. Arg! Fuel habe ich immer noch, Drone Parts auch. Dafür habe ich auch noch nicht so die richtigen Leute. Mit meinen Enkis, die können ja nicht fighten. Medbay, ja. Wäre schon ganz gut. Aber wenn das zwischen dem Jump immer. Nee, ich werde einfach das andere weiter pimpen. Medbay kaufe ich mir nicht. Beam verkaufe ich und kaufe dafür Beam 2. Und. Yeah. Den behalte ich erstmal noch, bis ich halt was Tolles finde. Und werde dafür noch nämlich. Müssen reparieren. Leute, so läuft das. Die HP-Luft war raus. Okay. Ja, hab ich. Ich. Das wusste ich wohl ein bisschen vom Punisher. Dass er sehr gory und. Dazu tendiert, Gewalt zu verherrlichen. Ist das so? Oder stimmt die Kritik, Shiroxy? Oder ist es... Oder wie? Schon, okay. Was ist denn meine Gewalt? Also ich glaube, die Serie, wo ich... Naja, okay, das Ding ist, ich habe mit Gedärm, die rausspritzen und so weiter und so fort, habe ich überhaupt kein Problem. Nee, wirklich nicht. Und wenn da Blut ist und so, okay. Aber trotzdem, bei The Walking Dead gibt es halt eine Szene, die mich total verstört hat, die sehr gewalttätig war. Und aber nicht unbedingt wegen der Gewalt. Ja. Ich weiß nicht, wie weit von Walking Dead, darf ich da was sagen, worum es geht? Was ich meine? Welche Szene? Auf jeden Fall hat sie mit, das kann ich ja sagen, mit Negan zu tun. Ja, fand ich sehr übel. Und das ist die mir am allermeisten... Ah, okay. Da stand ja noch was. Die HP-Luft war raus. Meinst du, du wirst es irgendwann nochmal nachholen? Harry Potter 7? Shroxy? Aber würdest du denn generell The Punisher dann empfehlen? Wäre schon nämlich auch etwas, was... Ich mag schon manchmal so brutale Kacke. Irgendwie. Denk auch, man muss es nicht. Also. Ich mag den Trend nicht, dass Serienfilme immer brutaler werden. Das hingegen finde ich aber auch übrig. Ich finde nicht, dass jede Serie. Dass er früher irgendwie. Oh, die Serie macht das jetzt realistisch. Da hat dann eine Person gekotzt. Und dann hat man ein bisschen Kotze gesehen. Mittlerweile sieht man in jeder Serie irgendwo eine Person kotzen. Irgendwann. Und auch Blut. Das stimmt schon. Ich finde den Trend auch. So ein bisschen. Ich finde, es darf gerne Serien geben, wo Brutalität ein großer Faktor ist. Und dann dürfen die damit auch, können sie auch aufhören, damit zu sparen, sondern volles Met durchsteigen. Aber dass es in jeder Serie immer mehr so brutale Szenen gibt, das finde ich auch. Das kann man auch ohne. Ja. Trotzdem würde ich es gucken, die Serie ist aber kein Ausschlussgrund. Dass GOT einen Witz gegen. Habe ich noch nie gesehen. Shiroxy, da bitte keine Spoiler, weil Game of Thrones möchte ich auf jeden Fall noch gerne irgendwann mal nachholen. Vielleicht. Das war spannend und die Story gefiel mir. Okay.
Jede Serie will immer noch einen draufsetzen. Ja, das ist es so ein bisschen. Da gibt's halt... Und manchmal gibt's irgendwie alle paar Jahre eine Serie, die was Neues macht. Und dann kopieren halt alle Serien diese Serie. Und dann fängt das mit dem Draufsetzen wieder von vorne an. Ach ja, Serien. Aber ich mag Serien. So, was habe ich jetzt gemacht? Alles cool hier, Leute? Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Mein Chip pimpe ich demnächst mal. Das Hacking muss auf jeden Fall besser werden. Das bringt ja überhaupt nichts. Und mehr Drone-Control-Power, damit ich die überhaupt benutzen kann. Ich brauche drei Powers. Hab da zwei. Okay. Weak Systems. Ja, richtig weak Systems. Anscheinend muss ich hier wirklich auf Drones gehen. Okay. Oxygen Clone Bay. Die könnte ich mir auch noch gönnen. Und natürlich den anderen Kram, so wie immer. Okay. Jump! Jump! Jump around! Jump! Ah, ich muss eben mich hierauf konzentrieren. Nee. Und dann haben mein Freund und ich Daredevil angefangen, gleich wieder aufgehört. Haben uns die ersten so gar nicht abgeholt. Ich hatte mal den Film mit Ben Affleck, war das, ne? Gesehen, glaube ich, ein bisschen und fand's einfach irgendwie... Ich bin generell kein Fan von Superhelden, Filmen und Serien, deswegen... Was ich mag, ist Batman und Watchmen. Und ich glaube, nichts anderes an Superheld hat mich bisher, wie du sagst, abgeholt. Weil ich dann, glaube ich, am liebsten die Superhelden mag, die keine Superkraft haben. X-Men zum Beispiel finde ich auch total... Und Superman. Spider-Man fand ich schon immer... Vielleicht war es einfach eine Phase, in der ich dafür... Da habe ich schon auch die Cartoon früher gesehen und fand einfach die Kraft cool mit den Fiu, Fiu und Klettern. Und so irgendwie mochte ich das mit dem... Die Spider-Sachen. Aber das ist, glaube ich, der einzige, wo ich wirklich sage, oh, mochte ich. Ja. Die ganz alten. Bibi! Ist das... Wofür steht BB? Oh, Ibrick! Ach, für Bye-Bye! Deswegen! Ja, Bye-Bye, Ibrick! Ich weiß noch nicht, ob ich es Mittwoch pünktlich schaffe, aber ich freue mich drauf. Sehr schön, Ibrick. Sehr schön. Wenn nicht, kannst du es ja ein bisschen den Anfang nachgucken. Adios. Yeah, I'm really saying, hello, travelers. Your ship seems to be outfitted for combat. Care to take up a bit of mercenary work? Listen to their offer. Some of our friends here taken to Paris in the recent chaos of the war. We'd like you to convince them of their poor decision by severely damaging their ship. We'll pay you well as long as you don't kill them all. Ooh. Okay. Oh. Just be sure not to blow them up, they say nervously as they direct you to a nearby moon. You find the pirate ship docked there. They immediately respond to your appearance with, your money or your life! They must be new to this. Oh, shitballs. Nicht killen? Seid ihr sicher? Okay. Dual Lasers gehen auf die Shields. Und Drone. Oh, Super Shields prevent hacking. Ja, das ist ja genau mein Gegner. Super geil. Und hierfür habe ich auch noch nicht genug Power. Ja, das kann was werden. Hanoin Lehari! Superheldenfilme und so. Ist das was für dich oder nicht? Autsch! Shit. Läuft überhaupt nicht gut mit dem Raumschiff übrigens. Ja, das andere, was kann ich denn sonst noch machen? Nichts eigentlich, ne? Verdammte Kackwurst. Oh. Jetzt trifft doch mal jemand das Schild. Jetzt könnte ich hacken. Ja, hack mal hier die Weapons. Und zwar... Autsch! Und zwar... Jetzt. You win! We're not cut out for this! Let them live, natürlich. They do not die. Wir wollten dir ja nur ein bisschen sagen, hey, piracy is bad, okay? With the pirates dissuaded from their career path, you return to the settlement. Thank you! They return to us before you, that I don't think we need this anymore. Firebomb! Okay.
Was kann denn die Firebomb? Braucht auch 2 Power. Und dauert 14 Sekunden, um zu laden. Richtig gut. Halloin. Ich sag, jein. Kann ich mir alle angucken, aber wirklich Hardcore-Fan bin ich von kaum einem. Wow. Habt ihr es gerade... Wisst ihr, was ich gerade noch gesagt habe, bevor der Harry hier war? Erinnert ihr euch noch? Das Einzige, was mich an Superhelden bisher irgendwie... Was ich gut fand, war Batman und Watchmen. Watchmen fand ich sogar so gut, da habe ich mir das Graphic Novel dann gekauft. Also, nee, du warst ja noch gar nicht da. Und da... Ach, oder warst du schon da und hast das gehört? Und deswegen der Zwinker-Smiley, du weißt genau, worum es geht und wovon ich geredet habe. Jedenfalls, dann habe ich mir sogar extra das Graphic Novel dann geholt und fand's cool. Das ist dann, glaube ich, auch kein Spoiler, aber dass im Comic das Ende ein anderes ist als im Film. Deswegen war ich nochmal wieder überrascht. Und das fand ich total nice. Oder vielleicht auch. Okay. Ja. Okay. Gut. Hallo in der Harry. Hollow Knight. Am Mittwoch startet ja. Hast du das? Ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht schon mal gespielt hast. Ja oder nein? Oder wie oder was? Ich finde, es sieht aus wie ein Spiel, was Lehari gefallen könnte. Ich weiß gar nicht, warum ich das denke. Aber das denke ich. So. Ihr fixt dann erstmal die Scheiße da. Ich finde einfach Watchmen den Film super. Ja, ich fand ihn auch richtig gut. Das steht auf meiner Wunschliste für den Chat tatsächlich. Ah, okay. Hast du auch noch nie gespielt? Ja, ich bin gespannt, ob ich... Wieso haben die so wenig Oxygen? Achso, deswegen. Wie häufig ich in irgendeine Komplettlösung gucken muss, weil ich sonst nicht weiterkomme. Ich hoffe, das wird sich in Grenzen halten. Man hat ja Map-Tools, glaube ich, in dem Spiel. Und das finde ich schon mal gut, weil immer... Keine Map bei so einem Spiel, richtig übel. Wer überrascht? War überrascht, dass du streamst. Ah, okay. Ja, ich hatte ja auch kleine andere Spiele in die Richtung gespielt, wie Shantae, was sehr viel easier ist, nehme ich mal an, und La Mulana, was, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger ist sogar. Was ich auch irgendwann demnächst weiterspielen möchte, damit ich das irgendwann mal durch habe, La Mulana. Aber ich hatte mal wieder Lust auf ein Controller-Spiel. Deswegen war es viel die Wahl auf Hollow Knight. Sorry. So, ich bräuchte noch ein bisschen Drone Power. Kann ich dann, wie viel brauche ich noch? Noch 20. Ah, ja, gut, sehr gut. Kriegen wir hin. Dann jumpen wir mal. Und zwar hier hin. Ich verorte das persönlich als Souls-like, daher. Ah. Okay, ich habe auch... Das kann sogar sein, weil ich habe von Hollow Knight... Ich habe mich da sehr... Ich dachte, es ist Metroidvania und mehr weiß ich nicht. Und ich habe irgendwie gesehen, das geht um Käferchen und Würmchen. Fand ich süß. Und schöner Soundtrack. Also es sah schön aus, habe mir den Trailer angeguckt, aber mehr habe ich nicht gelesen. Deswegen bin ich gespannt. Ja, genau. Also, oder als 2D-Action-Platformer. Das ist das, was ich dazu sagen würde. You arrive in an asteroid belt to discover that a rebel automated scout has been stationed here. Prepare for a fight. Oh, du Scheiße. Ja, erster Sektor und die fangen schon mit den Cloaking Devices an. Ich hasse euch. Und jetzt muss ich auch noch pinkeln. Verdammte Kackwurst, ey. Bis gleich. Verdammt. Mensch, Duffkind. Kann man mich. Bin ich da? Kann man mich hören? Hallo? Da? Ja? Tu das doch nicht, wenn ich weg bin! Vielen Dank, Duffkind! Deathkind! Für mich bist du eine Mischung aus Deathpunk und Deichkind. Gefühlt. Allerliebsten Dank! Pass auf, wie? Du hast mich erst abonniert und dann auch noch eingeseift? Was ist denn das für eine süße Badge? Duffkind, wieso hast du da links so einen süßen Dino gehabt? Was ist denn das? Slothlove! Ah, das ist ein Sloth! Ah, süß!
Das war von der GlitchCon. Ah, okay. Welcome, Duffkind. Und Lehari, an dich. Hatte ich noch die Frage. Ab wann ist ein Rogue ein Souls-like, ein Souls-like? So, ich erwarte eine mindestens dreiseitige Abhandlung darüber. Ich dachte nämlich einfach nur, ein Spiel braucht eine Stamina-Anzeige beim Kämpfen. Das ist das Wichtigste. Und wenn es das hat, kann man schon mal drüber reden, ob Souls-like ist. Und das habe ich bei Hollow Knight in den Trailern gar nicht gesehen. Deswegen hat mich Souls-like jetzt ein bisschen überrascht. Schwer. Souls-like gleich schwer. Duffkin weiß es ganz genau. Souls-like bezeichnet ein Computerspielgenre. Das Genre umfasst alle Spiele, die in Bezug auf Machart und Spielmechanik der Dark Souls entsprechen. Ja, gut. Sagt noch nicht so viel aus. Das stimmt, klar, aber ich finde, ein Sierra Adventure von früher ist zum Beispiel auch kacke schwer manchmal, weil man dauernd stirbt. Aber das ist ja kein Souls-like. Aber ja, auf jeden Fall, Schwierigkeit ist bestimmt ein Part davon, würde ich auch sagen. Duffkind! Und dann darf man bei den einzelnen Spielen. diskutieren. Ob es ein Souls-like ist oder nicht, ne? Ja. Achso, für mich ist das Element, dass wenn man den Löffel weglegt, dass man seine Seelen wieder einsammelt, zum Beispiel. Das hatte ich auch im Kopf gehabt. Und dann, answer me this. Ist Diablo ein Souls-like? Ja. Weil da ist das erste und das einzige Spiel, glaube ich, bisher, was ich gespielt habe. Okay, außer Demon's Souls habe ich auch gespielt. Bei dem man seine Leiche wieder einsammelt, um sein Shit zu bekommen. Was auch richtig schwierig ist manchmal, weil man natürlich nichts an sich hat. Und das gab's bei Diablo. Bei beiden Teilen, ne? 1 und 2. Ach, es gibt ja schon einen dritten. Schon lange sogar. Aber ich bin noch oldschool, ne? Ja. Und es hat ja auch, Diablo kann man ja, glaube ich, auch, wenn man dann, wie heißt der höchste Schwierigkeitsgrad? Hell, glaube ich. Dann hat man sogar Permadeath. Also Permadeath und Seelen einsammeln, so dachte ich, hat auch ein bisschen Souls-likeiges Gedönsbars. Stamina Bar ist ein Indiz, aber für mich nicht zwingend auf Souls-like begrenzt. Diablo? Nein, Diablo doch nicht. Diablo? Wie kommt er denn darauf? Tut man das bei Diablo? Ja, das tut man. Nur im Battle.net? Nee. Ach, oder vielleicht nur bei Online-Game Diablo. Aber ich meine auch Singleplayer. Normal, Albtraum, genau, und Hölle. Ja, sind's, stimmt. Hier ist ja auch Permadeath, aber ich sammle keine Seelen ein, bei FTL zum Beispiel. Was ja wieder ein Roguelite ausmacht. Okay, ich glaube, auch beim Singleplayer, ja, ne? Genau, okay. Duffkin kennt sich aus. Duffkin, hast du denn schon mal Hollow Knight gespielt? Und kannst du mir vielleicht, wenn ich dann nach 3 Stunden irgendwie nicht weiterkomme, bin ich auch für Hilfe offen. Nach 3 Stunden? Oder immer dann, wenn ich frage. Es gibt halt, bei manchen Spielen und Genres denke ich dann, ey, fuck it, ich weiß jetzt nicht, wo dieser super Hidden Secret Super Room. Lehari, du weißt es zum Beispiel wie damals bei Inside, wo du mir noch gezeigt hast, wie ich das alternative Ending bekomme. Das muss ich nicht selber erspielen. Da finde ich dann auch so ein Walkthrough oder eine Person, die dann sagt, wie es geht, finde ich dann ganz angenehm. Mit mal 40 Stunden circa. Ja, Diablo ist auch bei mir im Moment her. Ach, spielst du aktuell? Ah, cool, cool, cool. Nein, das ist für mich kein. Ach, fucking GOG. Ist für mich kein, auch wenn ich die Argumentation nachvollziehen kann. Okay, ja, für mich ist es auch kein Souls-like. Und ja, genau, die Antwort ist, glaube ich, das tut man bei Diablo. Ja. So. Apropos Diablo, beziehungsweise Hölle. Lass uns mal kurz versuchen, diesen hier, ich glaube, ich werde hier im ersten Sektor schon weggeballert gleich. Weil der ein Cloaking-Device hat. Ey, was soll denn das?
Wobei er hat nicht so viele Weapons. So, und jetzt schieß mal auf The Cloak. Ja, mach das mal. Und ich spare noch meine Drohne eben. Dual Laser braucht halt Jahre, bis er fertig ist. Autsch, autsch, schnell raus mit dem Feuer. Oh, da ist er schon tot. Danke, Scrap. Oh, Shields. Ah, zumachen. Und wird geladen. Was, alles gut, alles gut, alles gut. Ah, mein Drive charge noch. Okay, okay, okay. Lass uns weiter. Puh, ja, okay. Lehari. Oder Dufkin, wenn du... Oder alle Souls-Leute. Was ist denn das beste Souls-like? Oder das beste Souls-Game? Werden die von Mal zu Mal einfach besser? Es gibt doch mittlerweile schon 3 Dark Souls-Teile? Und ja auch... nicht Motherload, Brotherhood... Nicht Elderborn? Ne, Elden Ring kommt ja raus. Wie heißt das ein? Bloodborne. Ist das nicht auch so? Oder sind die alle gleich gut? Ist, wenn es ein Souls-like ist, ist es dann automatisch geil? Oder wenn es von Software ist, ist es dann immer ein gutes Spiel? Haben die auch schlechte Spiele? Zuerst für mich eben dem Seelen aufsammeln, auch dass die Gegner resettet werden. Zum Beispiel, ja, passiert das zwar so gesehen auch. Ja, die ganze Welt gewissermaßen random. Das stimmt. Was war die Frage? Ob jedes Souls-Game von From Software immer gut ist. Und ob du sagen kannst, was dein Lieblingsteil ist. Und ob die immer besser werden einfach. Oder wo du auch sagen würdest, okay, nee, Dark Souls 2 ist immer noch besser als der dritte, zum Beispiel. Wir skippen jetzt mal hier hin. Ja, vielleicht lieber einen weiter, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir das uns schaffen. Bevor die Rebels uns einholen. Ja, examinieren wir die Station. The station is in disarray. You find a cloning bay partially intact, but nothing else seems to be functioning. Ooh, yeah, surviving DNA bank, please. While the cloning facilities are no longer functioning, you find someone was in queue to be cloned. You transfer their data to your clone bay, and after time, their body is rebuilt. Vandany! Von Vandany Industries. Kennt ihr Art Vandelay? Sagt euch der Name was? Wenn ja, dann habt ihr alle auf jeden Fall einen Kuss auf die Wange verdient. The clone is extremely confused, but seems to accept their new situation. With no other options, the clone offers to work on your ship for a time. Was soll for a time heißen? Vandany! Oh ja, hier, du hast Luft. Dann geh mal in die Schilde. Ja. 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 Ja, so machen wir das. So machen wir das. Ich kann mir jetzt hier endlich mal... Ah, nee, Moment. Mehr Drone-Power. Das sind keine Power-Bars, aber... Ey, oder doch? Nee. Wenn ich den runter... habe ich immer noch nicht genug. Müsste dann ein... Davon... Okay. Ah, das ist... Ein schwieriges Schiff. Kein leichtes Schiff. Ach, Dark Souls 2 kannst du gar nicht leiden. Ja, ich meinte auch wirklich deine Meinung, Lehari. Ich wusste gar nicht, dass du mal ein Dark Souls nicht... Ich dachte, ist das so eine common opinion, dass Leute, die Dark Souls mögen, den zweiten Teil eher so nicht so gerne mögen? Oder stichst du da ein bisschen aus der Reihe? Gibt's ja manchmal so in... Auch bei... anderen Spielereien, wo man immer sagt, ach, der Teil war jetzt ein Ausrutscher. Jump. Und zwar ganz schnell, ganz weit, hier hin. Okay. An especially well-armed pirate ship approaches you. Hand over one of your crew members and the rest of you can go free unharmed. We will never surrender one of our crew to slavers. Ah, shitballs. Okay. Okay. Haben die... Die haben kein Anti-Drone-Gedöns. Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt hier von Power runter. Und auch... Von der Clone Bay? Ist das gut?
Oder Hacking. Hacking bringt ja noch gar nichts auf. Und packen alles hier auf den Beam. Und ja. Dann. Zeig mal, was du kannst. Beam Weapon. Oh, die greifen uns gleich an. Da sind sie. Wo sind sie? Da ist er. Okay. Okay. Alle gehen. Ah, nee, können ja nur zwei rein. Keine. Da passt nur einer rein, ne? Ja, dann natürlich mein Vandenay. Vandenay. Du gehst zurück. Vandenay! Hast du doch noch rein? Nee. Okay. Oh, ist das. Mann, wie das ist hier. Leute, das ist wohl. Oh, Vandenay geht's aber gar nicht gut. Das ist auch ein Rockman, gegen den er kämpft. Vandenay, zurück an die Shields. Ja. Bringt meine Weapon gerade überhaupt irgendwas? Was ist so eine Beam-Weapon? Was kann die überhaupt? Was machen Beam-Weapons? Kann es sein, dass die richtig kacke sind? Oh, brauchen die Luft? Ich glaube, die brauchen Luft. Aber jetzt kannst du ihn ja angreifen. Gemeinsam schaffen wir das. Ey, meine Beam-Weapon durchdringt die Schilder halt nicht. Verdammte Kackwurst. Oh, ist das kacke. Moment, Jung. Kannst du nicht? Auch kaum noch Health. Jetzt geht er da einfach mal mindestens durch. Okay. Dich brauche ich ja gerade gar nicht. Komm, du attackierst ihn jetzt. Und du auch, weil ich einfach hoffe, dass die nur eine Person auf dem Schiff haben. Ansonsten muss ich gleich meine Drone einfach opfern. Back to your stations! Aber weil du... Ah, ja doch, du reparierst das eben. Ah. In Teil 2 ist Müll in deinen Augen. Ich versuche das zu mögen, hat nicht geklappt. Teil 2 spiele ich unterschiedlich ausgeguckt immer noch gerne, vor allem den dritten. Teil 2 habe ich meinen Charakter gelöscht. Wow. Dark Souls gedisst. Das nur, um deutlich zu machen, wie sehr ich das Spiel verachte. Oh Gott, was hat Dark Souls denn getan? Hat es dir wehgetan? Das klingt ja richtig übel. Scheiß Beam Weapon. Okay, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir... Komm, hier die Power... Ah, wir haben ja Power hier. Auf Dual Lasers. Ja, dann laser mal. Auf die Shields. Ja, klar. Wieso nicht? Ah, jetzt ist meine Drone-Kacke kaputt. Dann reparier mal eben die Drone-Kacke. Und du schießt weiter auf die Shields. So. Jetzt kommst du wieder an! Ey. Oh. Es existiert. Okay. Ich werde nicht weiter nachfragen. Lasers auf die Shields. Dann, aber Drone brauche ich ja, damit ich weiter damit machen kann. So, und jetzt Beam. Und Laser auf die Shields. Okay. Und du kümmerst dich um den da. Aber gehst am besten hier lang. Weil da wird Luft gebraucht. Was? Ja, okay. Wird nämlich, ist auch nicht so gut hier. Und ich kann jede Person gebrauchen. Yes! Yes, habe ich jetzt. Okay. Türen zu. Yeots. Was kannst du denn? Ah, was habe ich denn? Ich glaube, die MS Glatzenfeuer wird es nicht so lange geben. Immune to Fire. Movement Half, dafür mehr Health. Okay, ja. Jung, was kannst du? Genau. Oxygen, no damage from Lange. Ja, geil. Und zwar die repairen, können aber nicht kämpfen und du bist einfach da. Yeots. Wie erklärst du das für mich? Wenn du Dark Souls 3 spielst, merkst du, dass es sich wie 1 anfühlt. Und umgekehrt auch, wenn auch nicht so deutlich. An Dark Souls 2 fühlt sich komplett anders an. Okay, ja, das verstehe ich. Auf jeden Fall. Also, erklärt auf jeden Fall, warum man nicht gleich das eine mögen muss, dann, wenn man die anderen mochte. Okidoki.
er bleibt vielleicht bei den... Ja, du bleibst jetzt hier. Hilfst bei den Sensors. Und gehst immer dann dahin, wenn es irgendwie, wenn du was reparieren musst. Und die beiden sind auch schon halb tot. Oh Gott, ey. Das wird überhaupt nichts. Kenner's. Scrap habe ich auch noch nicht mal. Ja, dann warten wir, bis Oxygen da ist. Weil ja, lädt sich nicht bis zum nächsten Jump auf. Wink zurück in den Lörrkaninchen, Hoppelhäschen. Halloin! Nicht so gut wie das letzte Schiff. Das, oder ich kann es einfach noch nicht. Ich bin halt nicht so ein Drone-Typ. Aber Drones... Ich glaube, ich schaff's. Mit Drones könnte ich's schaffen. Aber nicht hiermit. Diese Kack-Schiff-Kacke. Krieg mich auf sowas. Ich so einen Hals krieg ich. Hallo mein Dichtkaninchen und alle, die zugeschaut haben. Mittwoch, Hollow Knight, ganz neues Spiel. Dienstag und Donnerstag wird noch Tormentor Tournament gespielt von 17 bis 19.30 Uhr auf Englisch. Aber ich glaube, vielleicht sind es auch nur noch die zwei Streams. Und danach, wenn es nur noch die zwei Streams sind, nächste Woche, ein bisschen La Mulana und Hatoful Boyfriend. Wenn die Zeit ist. Ansonsten auf jeden Fall erstmal Hollow Knight am Mittwoch. Und vielleicht dann auch nächsten Montag. Aber das gucken wir noch. Auf jeden Fall Hollow Knight am Mittwoch. Und das wird spaßig. So. Hier steht... Ach, Moment. Saven wir. Und jumpen wir. Und zwar erstmal hier hin. Haben wir noch genug... Fuel. Teil 2 polarisiert auch in meiner Wahrnehmung am meisten. Die einen nehmen es, die anderen... Okay. Genau, sowas habe ich mich noch gefragt, ob das nur du bist oder auch die Community. You detect a rebel scout on an attack approach to a small refueling outpost. Their weapons are charged, but they are not firing yet. Ja. Defend the outpost. Irgendwie muss ich ja an Scrap kommen. The rebel responds to your threat. I don't know who you are, but no one defies the rebel fleet. They move in to engage. Okay, engage. Clones. Kann gut sein, dass ich die brauche. Okay, Dual Lasers. Lasers. Teleporting Bomb. Was kann die denn? Wieso habe ich mir das eigentlich noch nicht angeguckt, ich Idiot? Ich habe ja sowieso nicht genug Systems dafür. Okay, also. Haben die Waffen? Ja, da sind ja die Waffen. Dann hacken wir erstmal. Nee, wir hacken die Schilde. Geht ja. Und dann schieße ich mit dem Laser. So einfach ist das. Auf die Waffen. Ja, ist eine gute Idee. Oder vielleicht meine Combat Drone gar nicht. Ja. Da bist du jetzt verwirrt, ne? Ihr Tunde. Nein! Und jetzt draint er den Scheiß. Und... Piu, piu, piu! Haha! Wo hab ich was abbekommen? Es geht noch. War, glaube ich, einfach eine Missile. Ihr scheiß Banausen. Wer kann mal eben hier sich um Luft kümmern? Uzoa, du machst das. Uzoa, du bist dran! Die lassen wir eben, um dann hier die Shields noch hier... Komm schon! Und... So... Wird gedrained und ihr Dual Lasers schießt nochmal darauf und... Yes! Okay, ist Taktik halt. Hier ist Taktik gefragt. Wenn ich jetzt noch die Bombs hätte, könnte ich die sogar einzeln töten. Aber habe ich nicht. Dual Lasers, auf ihn, um Nina zu töten. Tut mir leid, Kaninchen. Jetzt seid ihr alle in einem Raum. Noch besser. Vielleicht krieg ich's ja hin. Moment, aber wir warten nochmal eben wieder auf die, um die Shields hier fertig zu machen. Und Shields... Gone und... Piu, piu, piu! Verdammt! Hätte ich... Verdammt! Nein! Wieso treibt ihr denn immer? Shields, weiter auf die Weapons! Ich brauche auf jeden Fall mehr Evasion. Das ist schon mal klar. Okay. One down, several to go.
Mehrere zum Mitnehmen. Okay, du reparierst mal eben dort. Und dann wird gehackelt und geballert. Gott sei Dank. Mein Gott. Ja, salvage what I can. The outpost hails you. The pompous bastards expected free service just because they defeated the Federation. Take this for the help. Thank you. Bum, bum, bum. Ja, schön. Okay. Okay. Es wird Zeit für Upgrades, auf jeden Fall. Und zwar mehrere. Auf jeden Fall brauche ich Power. So. Und ich brauche... Das wäre jetzt drin. Ach, Balls. Vielleicht brauche ich Hacking doch nicht mehr Sekunden, weil für einmal durchschießen reicht's ja. Ach. Wäre eher schön, wenn es einen schnelleren Cooldown gäbe. Mehr Drone Control? Ich habe ja gar keine mehr Drones. Was kann die Firebomb? Let me see, let me see. Damage Crew Members in Light Fires. Ja. Ja. Könnte cool sein. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ach, das dauert sowieso. Mann. Mehr HP wieder, das wäre auch gut. Und dodgen wäre auch gut. Ah, alles wäre gut. Also ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit nur abgeballert. Ich brauche mehr. Ach, ich hab ja nur 19 Scrap. Super, dann jumpen wir einfach weiter zum Exit. Meine Früte. Das ist eine Mischung aus Fresse und Güte. Ja, bin jetzt hier. You jump into a sector full with civilian activity. You scan the various advertisement channels while waiting for your FTL to charge and are intrigued by a grey market shipwright. Trade. Give me more drones, yeah. And jump to the next sector. Und ich hasse Nebulas, deswegen gehen wir zum Pirate Controlled. Sector. If the reports are true, this area has been under the control of pirates for quite some time. Some traders still attempt to trade with the few settlements that remain, but they do so at great risk. Okay. Distress! Ja, wo soll ich sonst hin? Geht ja nur dahin. Ich bin gleich schon übrigens demnächst tot. Sieht man ja hier oben. A ship without life forms within a nearby dense asteroid field is giving off the distress call. Shall we investigate? It could be dangerous. Das war meine kleine Kirk-Impression. Geht noch besser. Ja, klar. Search for the ship. You find a pirate ship, damaged and abandoned. Yes, please. Woo. Okay. Mehr dodgy. Dankeschön. Schon mal gut. Da gewöhnen wir direkt in den Nebula. Ich kann auch am ehesten hier erstmal ausdrücken. Habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder noch 7. Ah, ja, ich gehe nicht in den Nebula. Ich hasse Nebulas einfach. The sensors have picked up a refugee ship drifting through the system. No doubt one of many fleeing the Rebel Advance. It doesn't appear to have detected you. Or else, it is trying to avoid notice. Hail them! The vessel is relieved to hear from you. They are running low on supplies. They suggest a trade. Was soll ich denn mit... Raketen? Aber ich habe auch 27 Drone-Dinger. Die Raketen kann ich vielleicht bei einem anderen Trade wieder loswerden. Und es wäre gut, wenn ich mal ein System habe für Raketen. Ah.
Nein, I decline. Erstmal dahin. Im Store können wir auch noch nichts kaufen. Fuel, nur noch 9 Stück. Könnte auch, brauche ich mal wieder. This beacon has been placed too close to a supergiant Class M star. Also super riesig. The ship will gradually overheat until you get out of here or die. A pirate, apparently oblivious to the danger of the sun, moves in to engage. Okay, Pause. Okay, okay, okay. Lasers auf die Weapons. Und Hacking auf die Shields. Mhm. So. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an, damit die Lasers. Ah, könnte besser sein, aber war in Ordnung. Autschi! Ach, und jetzt ist mein Hacking kaputt. Okay, du gehst mal schnell daran. Ja. Was? Achso. Lasers, könnt ihr eben. Okay, alle wieder an. Ne? Was? Wo brennt's? Ah! Ach, er braucht kein Oxygen. Das ist schon mal gut. In diesem Fall. Okay. Hier gleich wirst gehackt und dann wirst abgeschossen, Junge. Einfach knallhart. Shields down! Shoot it! Hahaha! Okay. 12 Scrap könnte ich eher. Also ich könnte mehr als. Ich brauche Scrap. Und 12 ist zu wenig. We will not accept surrender! Die! Vielleicht brennt ihr sogar alle nacheinander ab. Das fände ich auch ganz cool übrigens. Wenn ich die jetzt noch hätte, die Firebomb, dann könnte ich die auch einzeln attackieren. Aber habe ich nicht. Deswegen kann ich es nicht. So, jetzt machen wir mal eben auch noch die Shields kaputt. Ja, wir könnten. Ja, sehr gut, aber da hören wir auf zu schießen. Vielleicht sterben die einfach alle nacheinander. Die kommen dann nämlich auch gerade nicht raus. Sehr gut. Und wenn Solar Flare imminent ist, dann mache ich deren Schild noch kaputt. Damit sie richtig Schaden bekommen. Ah, scheiße! Das ganze Schiff ist kaputt. Ah! Ich hätte nämlich auch sonst was von denen bekommen können. Ah, shitballs. Aber wieso löschen, wenn ich einfach so machen kann? So, alle an eure Stations. Okay, dann reparier's doch, halt. Und zumachen. Stations! Und raus hier! Store? Noch nicht. Erstmal hier, dann zum Store und dann weiter. Ja. Oh, weg hier! Dass die das kaputt machen, hätte ich mal nicht die Schilde kaputt gemacht. Ich vollhonk. You arrive near a damaged and dilapidated space station. It appears to be abandoned, but you detect faint life signatures on board. Look for survivors? Oder scrap some of the debris? Ich meine, ich habe genug Leute. Da würde ich euch mal fragen, sollen wir rauf? Ich habe eigentlich 2, 3, 4, 5. Ich habe genug besetzt. Ich habe auch nur noch eine Station, die besetzt werden könnte überhaupt. Und habe sogar noch ein Cloning-Device. Also was das angeht, mein Chip ist eher kaputt irgendwann, bevor meine Leute sterben. Ich glaube, Debris wäre die schlauere Sache. Aber ich lasse euch entscheiden. Ich tue, was ihr wollt. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Ich scrappe den Debris. Ja, Shiroxy, ganz deiner Meinung. While waiting for the FGL, bla 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 bla. Okay, okay. Okay. Und jetzt springen wir zum. Oh, da komme ich. Ja, ich will zum Store und mich reparieren. Receive a wideband automated message. Welcome to our humble trade depot in Chibiard.
All are welcome, but try any funny business, and our 152 automated turret satellites will tear your ship to shreds. Okay. Ja, wenn ich den loswerden könnte, wäre das richtig nice. Aber Firebomb auch nicht schlecht. Ich könnte immer die Crew einfach killen. Aber manchmal brauche ich auch... Was haben wir hier denn? Healing Burst. Ja? Nee. Hm. 18 Seconds für 5 Charge. Charge. 10 Seconds für 2. Ja, der andere wäre theoretisch besser. Brauche aber auch ja wieder viel Power. 4 Powers? Nee. Ion Stunner. Ion Weapons can disable system without causing hard damage. Ja, ich habe eher ja schon... Nee, brauche ich auch nicht. Hab ja sowas ähnliches quasi. Das heißt, was verkaufen kann ich... Ich könnte die Firebomb verkaufen. Was haben wir denn hier? Medbay. Ja, heals all crew members. Nein, nein, keine Medbay. Ich habe einen Kloner. Brauche ich also nicht. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns ein bisschen Fuel. Okay, erstmal fixen wir ein bisschen, was? Jetzt könnte ich mir noch Fuel kaufen. So, aufgekauft und jetzt nochmal gefixt. So. Wir zählen nichts, weil ich die auf die Firebomb habe ich Bock. Aber dafür brauche ich noch 2 mehr Powers in my Weapon Systems. Was ich niemals haben werde, weil ich einfach zu wenig von allem habe. Ach. Ah, das ist FTL. Das könnte auch quasi das Spielmotto sein. FTL. Einfach immer zu wenig von allem. 1, 2, 3, 4. Ja, ich springe erstmal hier hin. Und zwar, ich bleibe um den Exit herum, damit ich nicht von der Fleet angegriffen werde. You find a space station set up for travelers. Browsing through its listings, you find a tavern full of mercenaries for hire. You look for potential crew members. Nein, dankeschön. Don't hire anyone. Bye-bye. Jumpen wir dahin. And curiouser. A small private ship messages you. That sure is a shiny ship you got there. You fire a warning shot across their bow and they respond, "Hey! No need for violence. It was just a comment." Okay. Kommt hier auch nichts. Von dem, ich könnte also hier hin. Gehen wir erstmal zu dem und ja, weg. Also nach dem da oben gehen wir jetzt. Sensors go wild as a nearby pulsar is detected. While you are attempting to recalibrate the FTL drive, a pirate sneaks up on your ship, weapons charging. Prepare for a fight. Was machen Pulsare noch? Disrupt my systems. Shitballs. Okay, der Hacking-Drone geht nicht durch, ne? Ja. Super Shields prevent hacking. Das heißt, die muss ich erstmal wegballern. Ich glaube, es ist auch Drone-Time. Lass ich Sacking und lass das Cloning und mach hier Drone Time. Okay. Der zieht auch ab. Sehr gut. Ion Pulse imminent. Uff da, tätere. Auf die Shields! Schießen Sie auf die Shields! Anti-Combat Drone. Und Fuel. Und Drones. Ja, das nehme ich. Dankeschön. Ja, und jetzt warten wir noch eben, bis alles wieder gut ist. Und schnell raus hier. Zum Exit. Sonst. Das schaffe ich nämlich nicht. Ich mag den Soundtrack. You've arrived at the... Okay. A pawnbroker has set up shop at this obscure beacon. They might be offering something worth looking at, aber ich brauche Drone Parts, also ignore ich ihn. So, was haben wir denn da? Ach so. Ah, auch nicht schlecht. Nein, so ganz gut. Ah, ich dachte, das wäre was anderes.
Ich dachte, die schießen Raketen ab, die auf mich zukommen. Aber das ist eine Anti-Weapon-Drone wahrscheinlich? Mann. 50 für Shields. Ich hab mein... Das ist Enemy Weapon Charge. Enemy Weapon Charge, das zu sehen, ist das mit dem Hacking vielleicht richtig hilfreich oder überhaupt nicht? Hauptsache ich sehe, wo sie sind. Und ich habe meine Person, die da steht. Mit der Combat Drone könnte das schon ziemlich cool sein. Aber mit meinem scheiß Laser komme ich nicht durchs Schild. Das heißt, der ist doch sowieso eher dafür. Ja, nee, nicht auf die Sensors. Nicht auf den Pilot. Auf die Doors vielleicht? Na, kann ich mir sowieso nicht kaufen. Mehr Drone Control. Drone Control to Major Tom. Ja. Kann ich nämlich im Zweifelsfall auch den noch benutzen. Ich glaube, wir lassen es einfach mit Weapon Control. Ich glaube, das ist ein Drone-Ship durch und durch. Ja. Das heißt, Firebombs werde ich demnächst dann auch killen. Ich brauche nämlich 65, bis ich so weit bin, um... Nee, gar nicht. 40 brauche ich noch. Oxygen. Clone Bay. Da könnte ich auch... 16 HP Jump. Kann... Aber ich habe viele Leute... Drone Control ist erstmal wichtiger. So. Sehr gut. Wir jumpen. Oh, und zwar zum nächsten Sektor. Und zwar zu den... Habe ich Mantis oder Zoltan dabei? Auf einem Schiff? Nee, ne? Ich habe Engie, Lanius, Rockman, Hubans. Kann ich die eigentlich auch schieben? Nee. Okay, dann... Was kommt denn später noch? Ist auch egal. Die Mantis boarden, glaube ich, immer. Und ich glaube, dem kann ich nicht so viel entgegensetzen wie den Zoltan. Gehen wir zu den Zoltan. The Zoltan patrol their borders but let you pass when your ID is Federation. Let's hope they won't be so courteous to the rebels. Job. Zum Store brauche ich gerade nicht, weil ich nichts habe. Komme ich irgendwie hier durch den... Ohne... Nee. Dann erstmal dahin. Fuel sieht in Ordnung aus. Aber ein bisschen könnte ich auch wieder gebrauchen. A message broadcast from a nearby planet announces the presence of an ancient Zoltan monastery available for visiting. Likely just a tourist trap, but still too bad you don't have the time to visit. I don't. Okay. Da habe ich natürlich mehr Nebula. Dann gehe ich hier lang. Fuck these Nebulas. Nothing here. Ja, so kann ich ja auch nicht aufleveln, Leute. Okay, dann gehen wir auch noch in den Nebula. Hab noch 10 Sprit. It's worrying that the rebels have penetrated so deep into uncharted space. Even if it is only an unmanned craft, it arms its weapons, you should do the same. Yeah. Ooh. Enemy combat drone. Ah. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Anti-Combat-Drone. So, du hackst das Schild oder doch die Weapons? Weil die sehen ziemlich ballerig aus. Wobei, das ist, glaube ich, ein Ion-Ding. Hoffe ich einfach mal. Ja, du ballerst an das Schild und Laser geht an die Weapons. Und zwar... Ja, war in Ordnung. Ja, okay. Aber es läuft nach Plan, glaube ich. Ich glaube, es läuft nach Plan. Bin mir da immer nicht so ganz sicher bei dem Spiel, aber ich glaube, es läuft nach Plan.
Anti-Combat Drone in the house. Reparier du mal lieber. Du reparierst mal lieber den da. Schnell. Oder, nee, alle an die Stations und du reparierst den da. Wo bin ich? Was passiert? Kann ich. Ja, gleich. Autsch! Fucking Rockets. Okay. Und runter und Lasers auf die Weapons. Nochmal echt haarscharf. Ich hätte auch das Schild wieder treffen können, was richtig doof gewesen wäre. Ja, ja, doch. Weiter Lasers. Lasert weiter. Lasers lasern. Jetzt mal anhalten. An die Posten. Oh ne, kannst gleich da bleiben und reparieren. So, und disrupten und lasern. Das Ding muss doch irgendwann mal endlich kaputt sein, verdammt nochmal. Verdammt noch eins. Okay, ich versuche jetzt auch mal das Shield. Oder? Ja, wenn ich durchkomme, ist ja gut. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich zweimal treffe, ja, hat funktioniert. Sehr schön. Und da auch bei weiter drauf schießen. Oh, aber wir warten noch eben hier das Ding ab. Der Cooldown ist echt, könnte gerne kürzer sein. Und Lasers schießen auf. Ja, Weapons. Okay, 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 okay. Okay. Lasers schießen auf Shields. Arg. Ja, ja, ja. Wenn der jetzt hier gleich und dann ich gleich und dann ich so, er so. Disrupted. Oh, Ballerei. Okay. Yeah, very much useful scrap material. Sogar hier. Fuel. Dann gehen wir an eure Stationes. Alle da, wo ihr hingehört? Ja, sehr schön. So. Kommst du eigentlich mit? Nee, du bleibst hier, oder? Oder kommst du mit? Wäre schön, wenn du mitkommst. Weiß ich auch nicht. So, zum einen muss ich mich mal wieder hier reparieren. Zum anderen. Moment, ich glaube, die Sultan, die dissen auch manchmal gerne Oxygen. Klingt erstmal, sieht erstmal doof aus, aber hau ich jetzt rein. Ich glaube, die sind so drauf. Die Freaks. Es gibt nämlich auch manchmal so Events, wo dann die kommen und sagen, oder dann kommt dann wie so eine Sprechblase jetzt hier, und dann wird auf einmal dein kompletter Oxygen-Mechanik kaputt gemacht, wenn du nicht schon ein besseres System installiert hast. Dann hast du für die ganze Zeit, für das ganze, den ganzen Kampf keinen Sauerstoff und das kann richtig böse ernten. Rebels. Boah. Scum. Oh, shit. Wieso habt ihr denn so viel von allem? Oh, hast du auch eine Hacking-Drone? Ach. Okay. Ah, Kacke. Ich glaube, ich brauche meine Beam-Drone bei dem hier. Hacken wir dann nicht? Oder verzichten? Nee, wir hacken das Shield und starten dann die Beam-Drone. Okay, Shield hacked. Beam-Drone activated.
Ah, shit! Doppel shit! Shit! Das habe ich nicht gedacht. Ich brauche ja, der braucht ja, der... Okay. Ich brauche auf jeden Fall meinen Laser. Habe ich, habe ich ja sogar noch Power für. Okay. Dann, zumachen. Oxygen brauchen wir, das heißt, aber du bist da sowieso, komm, geh mal dahin. Und, so, Shields runter. Nee, noch, verdammt, zu früh. Ich Idiot. Ich hasse mich. Kotzen. Hallo? Kann ich eben kotzen, Leute? Wo ist der, wo ist the bucket? Ja, ja, frag mich was, Band 1. Läuft nur Kacke hier. Du reparierst das, du reparierst das. Du gehst jetzt dahin und reparierst Oxygen, während du das reparierst. Oh, ich muss jumpen. Ich muss jumpen. Jump around, jump, jump, jump. Gottverdammt. Ja, klar. Und die nächsten. Geht von... From fire into frying pan, oder wie heißt das? Gut. Gut. Dann vielleicht... versuche ich doch mal, deren Waffen anzugreifen. Um überhaupt irgendwie zu überleben. Gut. Und jetzt, ja, hat der sich hergebeamt, aber ich fighte dich. Du Arsch, ich fighte dich. Und zwar doppelt. Was? Amas? Wer bist du? Komm noch, Oxygen. Raus da. Oh, er auch nicht. Du brauchst doch kein Oxygen, ne? Oder? Wie war das? Schon wieder vergessen. Okay. Okay. Mach mal die Weapons weg. Und dafür firebomben wir. Ah, ich hab. Dual lasern wir auf die Shields. Was überhaupt nichts bringt. Ey. Ey! So, auf die Stations. Und du reparierst hier und du reparierst da. Ja, und no engines, das ist richtig gut. Das versuchen wir jetzt so irgendwie zu löschen. Ich weiß ja, dass du irgendwie aktuell Spiel ausgründen. Aber gibt es ein Spiel, auf das du dich freust im Moment? Ach, du meinst bis zum Release? Nein. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sowas hatte, war Torment Tides of Numenera. Und das ist, glaube ich, 2018 genau? Oder 17 passiert? 18? Ich glaube eher 17. 16? 15? 14? 2014? Glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Aber abgesehen davon gibt es sowas nicht. Oder selbst wenn ich mich drauf freue, wie zum Beispiel bei dem neuen Life is Strange Teil, weiß ich, dass ich noch den zweiten Teil vorher spielen möchte. Das heißt, ja, dann freue ich mich trotzdem nicht drauf. Ich freue mich aber darauf, am Mittwoch Hollow Knight zu spielen. Darauf freue ich mich. Aber das, so hast du es, glaube ich, nicht gemeint, ne? Ja. Backlog. Wer kennt's nicht? Das ist auch was? Okay. Oh, Kacke! Okay. O2, can do. Clone Bay sollte auf jeden Fall aktiviert werden. Drones? Ah, nee. Engines. Ja, da muss erstmal hier. Was ist denn? Ja, genau. O2, komm mal her wieder. Komm mal her, O2. Und wenn du das, wenn ich dich hab. Scheiße. Ich muss schon wieder FTLen. Ach, ich habe aber ja gar keine Engines. Hahaha. Anti-Drone bringt nichts. Beam. Ey, besser als nichts. Ja, klar.
Klar. So, und du gehst dahin. Weil du Feuer gut ausmachen kannst. Ansonsten alle auf die Stations, aber du gehst dahin und du bleibst hier einfach. Ja. Dual Lasers immer auf die Shields for some reason. Autsch! Oh, jetzt erkennen die den Kack wieder. Und so, schnell disrupten, damit er mich nicht abschießen kann. Oh, hier, ich kann mal wieder die Türen zumachen. Gut, gut. Du kannst in der Zeit daran rumwerkeln. Ich kann hier einfach schön ordentlich sterben. Was? Was los? O2? Oder was? Oder alles andere? Ach, Geortz! Ach, du brauchst doch Luft? Ah, ja, tschüss! Junge, tschüss! War schön, dich kennengelernt zu haben. Hab dich von Slavern befreit, das ist doch etwas. Ah, nee, du bist geklont. Okay. Okay. Muss ich den anklicken? Nee, ist ja gepowert. Okay. Ja, ich glaube, das war die Reise der Glatzenfeuer. Überhaupt nicht mein Chip. Überhaupt nicht. Dumme Kacke! Ja, danke. Lehari, du kannst sogar hier das offizielle Rib-Emoji! Yay! Wo ist es denn? Da ist es. Ich glaube, du kannst das doch, ne? Also sollte der Sack voll Mehl eigentlich neben deinem Namen heißen. Wuhuhu! Ja, schön. Freut sich die Squeakly, die Feuerqualle. Neues Schiff. Neues Dings hier. The Nameless One. Ach, okay, verstehe. Also das war nicht. Das war dieser Dual Laser ist sowas von grottig. Heavy Laser, das will ich hören. Wie viel Charges kannst du denn da haben? Steht ja nicht. Ja, ja. Der ist auch nicht so geil. Der Schiff. Damit kam ich mal richtig weit. Weil ich immer richtig schön hiermit ganz schnell die Schilde deaktivieren konnte. Ja. Marcella the Human, Kathy, ne, sollte schon einen anderen Namen haben. Komm, wir gehen mal. Oh, ja. Random. Kaya, Urban und Losa. Finde ich schön. Aber Bomfi finde ich nicht so schön. Zering, Chris und Girma. Ne, gib mir was. Stelly, Busara und Georget. Hä? Meneka, Lin und Ao. Ja, okay. Euch mag ich. Du wirst aber anders aussehen. Mit gelbem Licht und du mit deinem grünen Licht. Ist cool. Schon cool. Ziemlich cool. Au. Da oben. Du da. Und Meneka da vorne. Captain Meneka. Wir brauchen nur noch einen Namen für unser Schiff. Ich mag ja gerne Star Trek-Namen. Welchen habe ich denn noch nicht benutzt? Irgendwie, komischerweise habe ich den im Kopf. Aber wenn ihr einen anderen Namen habt zum Vorschlag, Feuerglatze und Glatzenfeuer hatten wir jetzt schon. Als Raumschiffname. Crew war auch letztens schon dabei, aber die lasse ich jetzt einfach mal Meneka, Lin und Ao. Ansonsten, ja, gebe ich uns ein paar Sekunden, dann ansonsten geht die Vlogs, zieht sie gleich los. Okay. Was macht der noch? Ah. Aha. Auch nicht schlecht. Start!
Bla bla bla. Hm. Dann Captain Manica. Wobei, am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass hier repariert wird. Und dass hier vielleicht repariert wird. Ihr seid doch die schnellen Reparierer, ne? Aber könnt nicht kämpfen. Ist eigentlich vielleicht ganz gut, wenn Ao oder Lin ist jetzt Captain. Während Ao bei den Engines ist. Und Manica ist bei den Weapons. Shields. Ist, glaube ich, bei dem Schiff wichtiger. Okay, okay. Okay, das wird so. Habe ich schon mal so geschafft, das wird so. Lin, Ao, Manica. Bin froh, das wird. Safe crew positions. And jump! Hier hin. Uiuiuiuiuiui. A Federation encrypted signal is being broadcast from a nearby planet. Send an away party to investigate. Intruders on board! Wo denn? Da oben. Desha und Nigmi. Kacke. Das fängt schon richtig gut an. Combat Drone wird aktiviert. Ion Blast Shield auf Shields ab. Während dann einfach mal so alle anderen. Oder Minika auf jeden Fall gegen die ankämpft. Oh, ich habe ja auch. Oh, ich habe ja meinen Medbot. Ja, könnte funktionieren. Oh! Ah! Ach, brauche aber Power hier, ne? Dann. Packen wir mal kurz Power auf den Medbot. Ja, alle. Ja, du kommst auch in den Raum. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Nein, aus! Aus! Genau. Ja, ja, okay, okay. So soll's sein. So kann es bleiben. Alles gut, alles gut. Oxygen. Trying to escape? Na, 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 na. Enemy FTL delayed. Das will ich doch meinen. Scrap will ich haben. I will not accept surrender, bitch. Lass mal kurz drauf achten. Mal gucken, wenn ich den kill. Schaffe ich das? Lin zu killen? Was los? Lin? Den anderen meine ich hier? Desha? Scheiße! Egal. Okay. Dankeschön. Ich dachte, ich könnte die beiden vielleicht auf die Positions und Manica kann mal eben hier, wobei, nee, hier, doch, was? Du reparierst mal eben. Vielleicht doch ganz praktisch, wenn Manica hier oben ist, weil dann habe ich hier oben halt auch eine Person. Da. Alle werden geheilt. Oxygen brauchen wir langsam wieder. Okay. Ich dachte, vielleicht waren nur zwei. Wobei, nee, da waren auch noch andere auf dem Schiff. Hätte also sowieso nichts gebracht. Entschuldigung. Okay. Okay. Wir warten, bis es einem wieder gut geht. Und wir Oxygen haben. 22 Scrap. Können wir damit schon was machen? Mehr Engine Power? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Brauchen wir. Bam. Okay. Hui. Ich fühle mich mit diesem Schiff aber schon gleich sehr viel verbundener. Ich mag die Taktik, die das gibt. Hiermit immer die Schilde deaktivieren und hiermit dann blasten, bis was das Zeug hält. Powerful Drone. Das ist eine Powerful Drone. Mhm. Vielleicht kriege ich ja sogar noch irgendwann eine Combat Drone Mark II. Okay, haben wir genug Oxygen? Kriegen wir hier drauf. Weiter geht's. Defend the Outpost. Klar. Ja.
Ich schieße einfach mal immer auf die Waffen. Und benutze die Power, um dich abzuschießen. Hält mir überhaupt nicht stand. Yes. Das fühlt sich gut an. Oh ja. Ah, ja. Bitteschön. Gerne. 27 Dingers. Power. So. So. Jump. Läuft gut. Läuft richtig gut. Wenn wir jetzt hier hin, dann können wir noch hier unten ein bisschen tüdeln, um dann hier hinzukommen. Oder hier oben tüdeln. 1, 2, 3, 4. Ich gehe mal hier oben lang. Zack, 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 zack. Ja, hier oben lang. Okay. Unremarkable. Shit. Okay. That was very unremarkable. Dahin. Auch wenn es ein fucking Nebula ist. Auch hier ist nichts. Sehr schön. Okay, dann warte ich doch mal eben, bis Oxygen wieder da ist. Ist denn, der ist halt doch schnell. Charge time 4 seconds. Und dann locked for 5 seconds. Aber so könnte ich vielleicht hin und her springen sogar. Ich glaube, das werde ich versuchen mal mit dem Iron Blast immer gegenseitig abzuschießen. Aber dann kommt das Schild trotzdem ja wieder. Nicht immer aufs Schild. Ja, ich hab gerade so Spinnereien im Kopf. Wir springen. Zack, 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 zack. Ja, das geht wohl. Wir können auch noch eben schnell hier hin. Das machen wir auch. Fuel haben wir. Your sensors have picked up a refugee ship drifting through the system. No doubt, bla 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 bla. Kennen wir schon. Hail them! The vessel is relieved to hear from you. They are running low on supplies. They suggest a trade. Ich brauche Drones. Sorry. Da. 1, 2, 3, 4 könnte. Komm, ich trau mich. No risk, no fun. Und das ist mein Motto. An especially well-armed pirate ship approaches you. Nein! Never surrender! So. Iron Blast geht sowas von auf die Waffensystems. Und ich brauche meine Combat Drone. Das steht fest. Anders wird's nicht. FTL? Nein, nein, nein. Ah, egal. Vielleicht kann ich hier. Darauf sollte ich vielleicht zielen. Ah, Yolanda. Ja, okay. Yolanda ist schon praktisch, noch einen Crewmember zu haben. Vor allem, wo ich gerade eben noch dachte, Shields haben wir noch niemanden. Es läuft super, es läuft super. Läuft ganz gut. Lynn. Wieso hat Lynn eigentlich keinen. Minica and the Weapons. Aber nee, ist schon auch gut, wenn ich so einen Kämpf, so einen Reparierer. Ja. Apropos. Repariert doch mal. Du, ihr beide. So, ich glaube.
Yolanda geht jetzt doch an die Weapons. Dann habe ich hier oben auch noch jemanden, der schnell reparieren kann. Und hier unten, wenn Shields kaputt gehen, kann ich die eben schnell wechseln. Captain Lin, das ist auch ganz wichtig, dass das hier und das hier auf jeden Fall bleibt. Und Weapons und Shields, ja, ja, so. Minica ist jetzt an den Shields statt Weapons, aber das ist in Ordnung. Immer noch bei den Engines und Yolanda kann noch gar nichts. Gut. Wir saven Positions. Ja. Und wir jumpen. Und zwar hier. Erster Sektor macht immer Spaß. Okay, was? Was? Das glaube ich aber auch. Schnell nicht Getaway. Und Combat Drone activated. Man. Ja, komm her, komm her. Ich gebe dir richtig. Sehr gut, Iron Blast. Das machst du sehr gut. Dich kriegen wir auch gleich noch. Dich kriegen wir auch noch. Stirb schon! Yes! Zurück und dann eben heilen. Oxygen können wir kurz dafür opfern. Oh yes, oh yes, oh yes. Weapon Systems. Greif doch da mal an. Ja! Ich freue mich. Sorry. Ja. Danke. Minica. Dann heil dich mal. Zack. Vielleicht ist das bisher mein Lieblingsschiff. Ja, es ging jetzt ganz schnell, dass ich das so mag, aber ja. 20 hiervon. Sensors sind auch immer sehr praktisch. Schnapp ich mir. Ich hab's. Distress? Oh Gott. Eins, zwei. Den dritten habe ich nicht mehr. Ich muss jetzt dahin. Und dann dahin. Scheiß auf das Distress Signal. Sorry. Geht nicht. Danger, Danger. Ja, Rebel Scum. Oh, shit. Shit. Shit, shit. Shields. Aber nee, ich brauche ja auch meine Combat Drone auf jeden Fall. Und meinen Iron Blast. Das heißt, lieber Engines als Shields. Ja. Ein Iron Blast zielt auf die Waffen ab. Ich habe aus Versehen eine Taste gedrückt. Hat die irgendwas gemacht? Ich habe Tab gedrückt. Nee, hat sie nichts geändert. Gut. Gut. Ah, Moment, die sind irgendwie nicht in Sync. So, jetzt vielleicht. Ja. 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 Weiter so. Combat Drone, jetzt schießt. Ja. Genau. Sehr schön. Das ist irgendwie so. Das ist wie ein Fußballsimulator, wo man einfach nur noch anfeuert, dass die Combat Drone das hoffentlich packt. Und schnell Oxygen. Yes! Scrap! Ah, 19 Scrap. Können wir damit was anfangen? Nee, können wir nicht. Okay. Viel besseres Raumschiff. Viel besseres Raumschiff. Was machst du denn da oben? Ach ja, brauchen wir keine Weapons, stimmt. Ich muss pipi. Das ist aufregend, das Spiel. Und ich habe schon so viel getrunken. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. A mic check. A mic
Das Blöde ist, wenn ich mich jetzt immer nur auf meine Combat Drone verlasse, dann... Und die dann aber mal etwas... Was passiert hier eigentlich? Okay, dann... Und die eine Anti-Combat Drone haben und dann... Mehr habe ich halt nicht. Das heißt, die können die dann wegschießen und ich kann mich nicht durchsetzen. Und das kann zum Problem werden. Aber, ja, dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ich könnte noch eben... Ah, stimmt, Nebula macht ja slower. Nehmen wir noch eben hier hin. Hätte ich doch die Stresszeit gehabt. Egal. Heile Haare. Okay. Schade, hätte ich mal... Komm, das treiben wir an. Wir brauchen halt den Stuff. Iron Blast auf die Weapons. Und einmal bitte Combat Drone. Und so läuft das Spiel. Ja. Wieso O2? Was... Autschi! Aber ihr repariert. Das ist gut. Da kümmern wir uns gleich drum um die Tür. Das Wille ist, man kann nicht direkt anvisieren, was man möchte, aber die schießt halt echt schnell. Also, alles gut. Und ihr beiden repariert den Kram eben. Und ich mach mal wieder hier Healing an. Und back to stations. Okay. 37. Ich brauche 50 für noch mehr Shields. Und darauf werde ich auch sparen. Das ist wichtig. Noch einmal hier hin und dann zum Exit. Das schaffen wir noch. Das ist krass, wie man das schafft. Oder noch dahin, statt Nebula. Ja! Machen wir! Arg! You see civilian with heavy damage. You receive a message. We've been hit hard by the war. We need more drone parts to speed our repairs. We'll buy some from you, if you have extra. Ich brauche meine Drone Parts. Ich kann nichts anderes ohne meine Drone Parts. Aber so ein bisschen Scrap. Also die 12 werde ich nicht verkaufen. Aber 6 und dann einfach zum nächsten Store und mir die zurückkaufen. Ist, glaube ich, schon ganz gut. Auf Nummer sicher gehen und nur 3 verkaufen? Nee, komm. Scrap Party. Gerne sehr. Dann habe ich auch Shields jetzt. Buja. Aber nicht genug Power für die Shields. Aber auf jeden Fall dem nächsten Reaktor-Upgrade. Das steht fest. Ab zum Exit. Ach, weil ich nicht im Nebula bin, kommen sie jetzt auch schneller wieder. Okay, ja. Abhauen. Okay. Und jump to the next sector. Rock Control. Habe ich nicht einen Rock dabei? Nee, das war letztes Spiel, ne? Verdammt, ja. Dann zum Civilian Sector. Da ist es dann nur Enemies. Immer nur ein Nebula. Okay. Okay. Zivil kann ich gerade gebrauchen, weil ich traden will. Aber ich habe gar nicht genug Scrap zum Traden. Egal. Aber nicht ganz egal, aber schon egal. 1, 2... Gehen wir jetzt mal hier hin, aber wir kommen doch zum Store. 1, 2, 3, 4. Nee, das ist auch doof. Ich mache jetzt 1, 2, 3 und dann geht's hier weiter. Ja. So machen wir das. Ja. Ja. Ist gut. Erstmal wieder Scrap sammeln, damit wir beim Store auch was machen können. The nearby planet shows signs of habitation and great beauty.
A rudimentary automated planetary defense system is looping its message into space. Warning! Quarantine level 5 in effect under FHA Act 22, Article 11.2. Point. Warning! Quarantine level 5. Also. Danke für nichts. Nu, Ouchie. Super Giant Class M Star! Shitballs! Okay, das heißt. Iron Blast auf jeden Fall auf die Weapons. Und. Ich muss irgendwo was abziehen, damit ich meine Combat Drone benutzen kann. Zwar O2 und Evasion. Haben auch keine Rockets? Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich hoffe, die macht nicht meine. Die hier kaputt. Shoot him! Hit him! Yes! Oh, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut macht ihr das. Aha, genau. Genau so. Trying to escape, aber ist delayed, weil Reaktor im Arsch. Ich meine hier, Engines. Ah, und da sind sie kaputt. Ah, weil sie keine Shields hatten. Richtig, richtig. Apropos Shields. Also O2 und das und das machen wir. Und außerdem, hier die Tür auf geht ja gar nicht. Hier ist ja, nur hier ist Anti-Sauerstoff. Das ist ja blöd. Okay, dann repariert einfach mal und löscht. Löschen und reparieren. Auftrag und polieren. Auf die Stations. Oxygen kommt gerade. Ich warte noch eben, bis der nächste Solar Flare kommt, damit ich hier so viel es geht O2 eben laden kann. Und los geht's. Okay. Jetzt zum Store mit nur 29. Ah, shit. Aber hab halt nicht mehr. Lass mal gucken, was da ist. Zur Not brauche ich halt Fuel und die Drone Parts. Ja. Und das Zellen will ich auch alles überhaupt nicht. Das sind richtig gute Sachen. Lights rooms on fire. Bringt mir aber auch nichts. Ah. Ah. 55. Shield Overcharger. Auch ein Drone? Nee, noch nicht. Wo ist eigentlich meine Defense Drone? Hatte ich das nicht mal? Nee, euch Leute brauche ich auch nicht. Ich habe eigentlich erstmal genug Leute. Das hingegen. Clone Bay? Nee, Hacking? Auch nicht. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Wenn dann Shield Charge Booster, aber ich glaube, Fixing und der Rest ist mir gerade viel mehr wert. Drone Part 7? Dann war ja das, der eine Deal gerade eben voll kacke. Okay. Immerhin. Okay. Okay. Ach man. Ich brauche das richtig beste Event, um neue Sachen bauen zu können. Reaktor brauche ich mehr. Ich brauche mehr Power. Door Systems wäre auch gut. Das kommt, das kommt. Zwei Shields ist schon mal erstmal auch nicht schlecht. Mehr Evasion wäre noch gut. Und wenn ich irgendwann eine Drone bekomme, die die Raketen von mir fernhält, dann sind wir durch. Dann haben wir es. Ah, hier, 100%, sehr gut. Distress! Oh no! Save the peoples! Wo ist das, Earth? You locate a nearby human mining colony where an unknown disease has spread violently. They are setting up a quarantine. Send your Engie to calm down the infected, because Engie cannot be... They are machines. Der Virus und so hat dir nichts an. Hat dir nichts an. Yes! With no fear of catching the disease, your Engie crew member helps reassure and organize the infected humans.
Calmed by its extensive knowledge of human physiology, the infected submit to the quarantine in the hopes that a cure can be found soon. The colony leaders offer a reward for helping to prevent an ugly incident. Tell me about it. Sehr gut. Ab zum nächsten Distress-Signal. Ich muss ja übrigens auch mal wieder irgendwann nach da unten kommen. Ja, ja, doch, doch. Distress. Gehen wir mal langsam nach unten. Bevor es zu spät ist. It appears the distress beacon is coming from the surface of a nearby mune. Your senses are picking up a single life form. Ja, komm, investigate. You find a man living alone in a cave. Der Typ, jedes Mal, wenn ich den finde, frisst er einfach meine Leute. He's not worth the risk. Yep. Leck mich. Arschlochmann. Und Store, den brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Zack, zack. Aber muss ich auf jeden Fall lang an dem Store. Also wir gehen erstmal noch hier hin. Ja, das tun wir. Das ist richtig. Bla bla bla, Military Goods. Attack it! Ach shit! Cloaking Shizzle! Ja, das heißt, ich werde erstmal dann Ion Blast blasten, wenn es soweit ist. Aber er powert ja auch nicht, wenn die. Das finde ich übrigens total doof. Wieso kann der nicht trotzdem seine Weapons schon mal hochfahren, selbst wenn Cloaking nicht da ist? Okay, Ion Blast auf die Cloaking-Kacke. Und wieso habe ich eigentlich zu wenig... Ach ja, richtig. Und Combat Drone. Autsch! Ja, du bist jetzt auch gerade noch dizzy. Okay, lassen wir brennen, oder was? Nein, ich habe theoretisch sonst... Ja, ihr müsst das jetzt eben löschen. Das ist wichtig, bevor alles kaputt geht. Schießt du doch mal, Drone, auf die da Dings da. Und zurück an eure Positions. Ah, Kacke. Okay, in der Zeit kann ich ja vielleicht wenigstens... Was kann ich denn da? Die schießen ja wenigstens auch nicht. Einmal kurz meine Leute heilen. Und mehr O2 einpacken. Und da sind sie wieder. Und Attacke! Schieß doch! Endlich! Yes! Oh! Yes, please! So. 45 Scrap. Schon nicht schlecht. Ah ja, ich brauche Power. Das hat sich auf jeden Fall herausgestellt. Kann die nämlich auch immer activated sein. Kann hiervon irgendwas abzapfen hierfür, wenn es notwendig ist. Wie war das mit meinem Augment? Unaffected by upgrading my medbay. Muss ich den auch nicht upgraden und kann dafür meinen Scrap woanders reinstecken. Aber habe auch nur noch 20 und kann sonst nichts machen. Also alles gut und wir jumpen. Und zwar dahin und dann zum Store, weil das müsste eigentlich noch zwei... Das sollte alles gut funktionieren. Okay. Mir macht das Spiel schon sehr Spaß. A missile shoots across your bow when the jump completes. Your scans quickly reveal a ship with pirate markings pursuing an unknown vessel. The pirate hails you. Damn it! We weren't expecting company. Stay out of it and you could profit. Try to be a hero. Was haben sie denn? So schlimme Sachen haben sie auch noch wieder nicht. Let's be a hero. Okay. Ion Blast. Booyah auf die Webhorns und Booyah mit meiner Combat Drone. Oh.
das ist eine gute Taktik. Ich mag diese Taktik. Das macht schon Spaß. Invincible. Da habt ihr viel zu reparieren, wa? Viel zu reparieren. Leute. Ich sollte auch, aber schon darauf achten, dass ich nicht irgendwann zu wenig Oxygen habe. Vielleicht gönne ich mir mal eben ein bisschen was. Ja, und nehme es lieber hier von runter. Ich brauche die halt nicht. Und den... Nee. Assault! Sehr gut. Aber gleich könnten sie wieder schießen, oder? Moment, wieso? Nee, weil... Genau. Verwirrt. War kurz verwirrt. Und jetzt the final shutdown. Oh. Naja. Okay. Immerhin. Naja, okay. 33. Aber ich komme auch gleich zu einem Trader. Dann lassen wir das erstmal. Mal gucken, what's in store. Habbede. Cloaking. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Träume ich davon, ne? Hatte ich, glaube ich, noch nie. Auch 25 plus 27 plus 30 sind 55 hier. Plus 27 sind 75 82. Kann ich mir immer noch nicht kaufen. Was haben wir denn sonst für Dingers hier? Charge time 9 seconds. Nee, eigentlich nicht. Nö, ist halt so. Was ich mache, ist mir Drone Parts holen. Fuel holen. Fixen. Und weiterziehen. Und im Moment spielt es sich auch noch so einfach. Aber ich weiß ja, das kann sich auch ganz schnell ändern. Ich komme von hier aus gar nicht? Ah ja, okay. Aber das sollte doch gut sein. Ich dachte, ich könnte vom Store direkt zum Exit. Was haben wir hier? Sensor Arouch, we have no local telemetry. We will take yours. Ha! Als ob! Vielleicht aber auch doch. Wir auf die da... Die da. Ziehen das hier ab und packen unsere Combat Drone aus. Und werden gleich mal gucken. Attack! Okay, ihr macht euren Job sehr gut schon wieder. Das freut mich. Meneka, schnell raus da! An eure Positions. Wir heilen dich eben, Meneka. Geh mal da rein. Bevor sowas wieder passiert. Deren Weapon Systems sind ja out. Können wir, glaube ich, sogar auch hier ein bisschen O2 reinpacken. Wenn Weapon Systems draußen sind, brauchen wir auch keine Engine. Scrap Material. Nice. So. Doch, habe ich. Selbst dafür habe ich nicht genug Scrap. Mad Bay lasse ich. So. Oxygen auch, ist eher wirklich weniger. Weapon, ich glaube, ich werde full auf Drones gehen. Deswegen brauche ich auch keine Weapons, so richtig. Also nicht mal Weapon Energy.
Aber brauch vielleicht mal irgendwann mehr Drone Control. Hab ja auch noch. Ich spare erstmal weiter. Oder? Ja. Oder? Ja. Oh, ja. Und ab zum... Gut, da könnte ich noch... Nee, das wäre Suicide. Ab zum Exit Beacon. Vor allem jetzt, wo es gerade so gut läuft. Ja, bla 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 bla. You pick up an automated message from a nearby space station. There appears to be a local shipwright that can perform emergency work on military ships. Inquire about their specialty. They offer to upgrade your reactor in exchange for some scrap. Normalerweise kostet das doch 25 oder so, ne? Oder so. Oder noch mehr. Yes, thank you. Ja, 25. Das war ein gutes Angebot. Kann ich gut brauchen. Ja, ja, ja. Bin sogar immer genug für meine Drones und so. Ja, ja, ja. Jump. Und next sector. Rebel oder Pirate controlled? Kupfwig Sprung. Ah, ich habe 3 Engi dabei. Das wäre also schön, wenn ich zu den Engis kommen könnte. Das heißt, zu einem von diesen beiden grünen. Deswegen gehe ich nach oben zum Pirate Control Sektor. Ist auch schon fast 22 Uhr, aber ich glaube, ich spiele, bis ich tot bin. Oder durchgespielt habe, was sehr unwahrscheinlich ist, weil mir das noch nie geglückt ist. If the reports are true, this area has been under the control of pirates for quite some time. Some traders still attempt to trade with the few settlements that remain, but they do so at great risk. Elf, elf, elf oben links. Witzig. Your sensors have picked up a refugee ship drifting through the system. No doubt one of many fleeing the rebel advance. It doesn't appear to have detected you. Hail them! Hi! The vessel is relieved to hear from you. They are running low on supplies. Moment, 7 mal 3 ist 21, 3 mal 7 ist auch 21. Okay, es kommt also darauf an, wovon ich... Also vom Scrap-Preis sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Aber Fuel hat mich schon so häufig im Stich gelassen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich bleib mal hier unten. Nein, ich gehe nach da oben. An especially well-armed pirate ship approaches you. Hand over one of your... nein! Never surrender. Okay. Iron Blast ballert aber sowas von auf die Weapons. Combat Drone. Aber wenn die gleich herbeamen... So, benutzen, gehen die lieber auf das O2. Ja, komm her! Komm her! Hatte ich nicht mal einen Rockman? Auch ein anderer Spielstand, ne? Verdammt. Dann trotzdem, ihr... Noch können sie schießen. Trotzdem. Ihr beiden. Drauf da. Ja. Hoffentlich geht das schnell um. Sehr gut. Shields. Ja, sehr gut. Komm, den killt ihr, den killt ihr, den killt ihr. Yes. Und... Genau, wirst geheilt, sehr schön. O2 haben wir noch. Autschi. Oh! Aber meine Combat Drone geht's noch gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah. Oh! Destruction? Ja, kann manchmal passieren. Dann, in der Zeit. Brauche ich dich nicht, gehst du hier hin und reparierst. Combat Drone aktiviert. Back to your stations. Wir brauchen mehr O2. Harter Fight, harter Fight. Nein, wir schaffen das. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich doch mal auf die Shields zielen. Ich glaube, ich muss das tun. Ja. Sehr gut gezielt. Ja, so kann es bleiben.
gehen wir hiermit auch noch darauf. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind wieder im Game. Können auch hier eben Meneka eben heilen. Okay, Iron Blast bleibt doch auf dem Schild. War wohl besser, anscheinend. Offensichtlich. Meneka ist geheilt, brauchen wieder Sauerstoff. Ja, ja, ja. Ja. Und Drone, schieß doch mal auf die... Ah, Kackwurst. Ist gerade wichtiger... die haben ja keine... Shields... Ah, nein, du bleibst hier. Okay, du bleibst hier, du gehst nach da oben. Und reparierst. Was? Okay, Manon! Komm her, Buddy! Okay, Manon. Was kannst du? Du kannst reparieren. Okay, das heißt, du bleibst jetzt bei den Sensors. Kannst von hier aus auch immer gut andere angreifen. Yolanda ist auf jeden Fall Weapons. Ao ist da. Ja, ist auch ganz gut. Len ist Captain. Meneka ist Shields. Und Manon. Ich spiele, bis ich tot bin. Ja, jetzt, wenn man das Zitat so sieht, das klingt sehr irgendwie so Korea-E-Sportler-mäßig. Du kannst halt immer schön überall hinrennen und Leute killen. Und ja, 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 ja. Huch! War wohl, haben sie das Feuer wohl nicht unter Kontrolle gekriegt. Sorry! Ja, ich glaube, so, wir lassen die Leute so stehen. Kannst dann immer schön da oben reparieren. Das ist doch gut, das ist doch gut. Yolanda, Weapons. Ao, Engines. Lin, Pilot. Und Meneka, Shields. Okay. Let's jump! Und zwar nicht da oben lang, weil, sondern hier. Hier haben wir auch Optionen. Optionen sind gut. Asteroid Field. Das will ich nicht. Okay. Iron Blast auf die Shields wieder. Und Combat Drone Boy auch. Shields vor allem auch, weil Asteroids können mir dabei helfen. Ah, shit, und die haben Rockets. Okay, Iron Blast, geh doch mal auf die Shields. Auf die Weapons. Ja, doch auf die Shields, weil die haben zwei davon. Schon kacke. So, und jetzt auf die Shields. Was ist da passiert? O2? Du machst das. Manon, reparieren Sie. Ah! Kacke! Okay, okay, okay. Aber sonst alles theoretisch in Ordnung, wenn nicht alles so kacke wäre. Das heißt, wir gehen auf Weapons, was nichts bringen wird. Ja. Reparier den Scheiß da! Manon! Nanu, Manon! Okay, da brennt es wenigstens auch. Combat Drone, du bist dran. Iron Blast hat dich schon hier Feuer freigemacht. Und wir weichen aus. Nein, tun wir nicht. Verdammt. Manon, okay. Geh zurück auf deine Station. So lange macht er hier weiter. Harter Fight, Leute. Harter Fight. Sehr gut. Iron Blast. Und alles andere. Endlich tot, der Kack. Ja, danke. Yolanda, Manon, halt euch mal da.
Was hier passiert? Ach so, die ist da gerade drüber einfach. Okay. Alle wieder da? Ja. Oxygen haben wir auch. Okay. 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 Eieiei, wir brauchen Drone Parts. Kann uns 7 kaufen. Weil 7, 42 durch 7 ist 7. Und jump. Hier hin. Hier, ja, ist gut. Fuel habe ich ja. Das, daran soll es nicht scheitern. Okay, especially well armed. Nein, we will never surrender. Wann habt ihr das endlich mal geschnallt? Iron Blast. Haben. Nur ein Schild. Das heißt, hier kann ich wieder auf Waffen gehen. Und Combat Drone starten lassen. Booyah. Ah! Aus dem Weg! Autsch! Ja, Shroxy, sehr gute Nacht wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass du hier warst. Obwohl, glaube ich, ja, FTL gar nicht so dein Geschmack ist. Aber Mittwoch gibt's ja was Neues. Gute Nacht. Mua. Tschaußen. Ich spiele, bis ich tot bin. Mach mal eben hier. Was? Hier weiter muss ja weitergehen. Und guck ich mal eben hier, dass Yolanda kurz gesaved wird. Alle auf ihren Posten? Ja, ne? Ja. Oh! Ja, das ist wichtig, dass wir da das reinbekommen. Stattdessen. Ja, okay. Das ist sogar sehr wichtig. Manon, du hilfst mal. Machen. Hier beide repariert hier eben. Drone geht noch theoretisch ganz gut. Was? Was? Ach, Yolanda, ne? Okay, Yolanda, du gehst ins Krankenhaus. Ach, shit, ja, kommt ja auch nicht mehr. Beiden geht eben an O2, damit Yolanda da gleich weiterarbeiten kann. Weil nein, nur du gehst dahin. Nein, du reparier. Du gehst hierhin, du gehst dahin. Yolanda, du gehst auch ins Krankenhaus. Du andere Frau, Dings. Iron Blast haben wir gerade nicht. Komm, wir könnten jumpen. Ah, fuck! Woran lag's denn? Was klingt hart? Ich versuch's noch kurz. Shields, bring die Shields ab. Shields ab. Okay, du kümmerst dich um O2 und hier, du gehst dahin, um die Drone wieder zu aktivieren. Nee, doch. Doch. Du kannst noch schaffen. Du kannst noch schaffen. Achso. Oh, okay, okay, okay. Wir haben wieder Sauerstoff. Sehr gut. Combat Drone haben wir auch. Jetzt tu doch was. Und Iron Blast. Du gehst hier hin. Ich würde die gerne noch killen. Das hat sonst überhaupt alles nichts gebracht. Und was machst du denn da gerade? Stations! Nein, wieso denn schon wieder darauf? Und das auch noch. Ich muss hier raus. Ich glaube, ich muss hier raus. Fuck. Aber wenn ich jetzt... Und ihr da auf die Weapons. Ihr löscht eben hier schön, sehr gut. Und repariert. Die Engines sind nämlich wichtig. Oh, Shitballs. Reparierst damit. Okay, reparierst hier. Iron Blast, das könnte noch.
Vielleicht muss Iron Blast doch erstmal auf die Shields. Drone! Kill! Wieso treffe ich denn nicht? Verdammt nochmal. Ich glaube, weil der Captain quasi zu gut ist. So. Wir machen jetzt jedes System nacheinander weg. Okay, ja, trying to escape. Das kannst du mal weiter versuchen. Okay, hier eigentlich sonst alles gut? Ja. Okay. Ah, ich hätte vielleicht doch nicht da alles rausschießen müssen. Und jetzt auf ihn. Komm, Drone, schieß doch den Captain an. Ja, sehr gut. Und jetzt wieder das Schild. Hä, wie kann denn FTL chargen, wenn der gerade nicht da ist? Oder wo sind die Engines? Hier. Ah, Schild ist erstmal wieder wichtiger. Jamal? Was soll ich denn jetzt noch mit Jamal? Ich hab genug Leute. Ich brauch Scrap, aber ich will auch nicht die Slaves töten. Ich brauch Scrap. Viel mehr als euch. Oh, sorry, Slaves. Ich hab genug Leute. Surrender no. Oh, jetzt hauen sie vielleicht sogar doch ganz ab. Geschafft, ne? Ja. 28 Scrap, das brauche ich auch. Bitteschön. Du. Also erstmal auf eure Stations und ihr beide. Genau, geht da mal hin. That took its toll. Ich brauche die 70 Scrap erstmal, um mich zu heilen. Hey, hier, heilt euch doch mal. Alle. Alle außer Yolanda. Wird ja schon gemacht. Gut. Scrap. Dorstes, sonst brauche ich demnächst auch mal. Jumpen. Hier hin. Und hoffen, dass demnächst wir uns irgendwo reparieren können. You arrive to have a small fleet of Engi ships target you with a message. Piracy results in negative societal impact. Not permitted. You assure them of your honest intentions and they allow you to pass. Okay. Okay, immerhin kein Fight. Wie komme ich eigentlich dahin? Über diesen Star? Das war ja. Okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Okay. Combat Drone. Do something. Weapon Blast auf die Shields, weil die zwei davon haben. Und dann kann ich nur auf mein FTL warten und abhauen, hoffentlich. Ja. Ja, und jetzt Drone, attack them! Morning Hull. Tut das was auf die Hull? Ich dachte, oder... Der geht doch gar nicht, dachte ich. Es läuft in Ordnung. Es läuft in Ordnung. Ich glaube, Iron Blast kann man auch kurz hier auf die Weapons. Zu spät. Der geht durch die Hull, ne? Oder wie soll ich das verstehen? Weiter hier auf die Shields. Und hier auf die Weapons. Auf die Shields. Auf die Weapons. Ich brauche die nicht und jeder Scrap mehr. Hier, Fuel habe ich auch genug. Kann ich? Ich brauche Scrap. Mehr als 14. Kill them all. Worauf schieße ich gerade? Immer mal lieber hier auf. Ja!
O2 bitte. Ja, das war doch sehr gut. 70 Scrap. Okay. Okay. Wir brauchen einen Store. Wir müssen uns echt mal reparieren hier, Leute. Das entschuldigt mich bitte für den Rülpser, den großen. Und Drone Parts. Scrap und, also Hull und Drone Parts brauche ich. Ich glaube, Upgrades kann ich mir gerade erstmal eher sparen. Die habe ich so beide. Und habe ich sogar hier den da. Drone Control vielleicht irgendwann und Reactor, aber erstmal ist das andere wichtiger. Weapon Control brauche ich nicht mehr. Medbay auch nicht, weil... Ne? Wenn, dann eigentlich Shields und Engines wieder. Okay. Und irgendwelche coolen Drones, die mir später noch den Arsch retten, wenn die meine arme Combat Drone dauernd abballern. Das kann ja passieren. Hacking-Modul oder so. Untersetzer. War Wasser unterm Becher. Jetzt nicht mehr. 100%. Weiter geht's. Komme ich von hier beide... auch nach da oben von hier aus. Ich glaube, dann gehe ich lieber da lang, um die hier abzuklabüstern. Ja. You're immediately held by a mobile docking platform upon arrival. Yeah, please! Oxygen for 14 scrap ist, glaube ich, ein guter Deal. Aber ich brauche den Scrap. Ah! Why you do this to me? Aber von Oxygen stehle ich mir auch immer... Ich habe auch nicht genug Power für Oxygen. Außer ich switch zwischen von dem nach da, nachdem ich hier was weg... Decline. Dankeschön. Deal of a lifetime, aber nicht this lifetime. Another one. Scans reveal a large asteroid field nearby. Short-range scanners may discover useful materials while we wait for the... Yes, please. Ja, explore the asteroid field, auch wenn es mich zerbomben könnte. Nothing of interest? Okay. 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 Store! Aber schaffe ich das dann noch da hinten? Muss ich hin. Ich muss zum Store. Hilft nichts dran vorbei. Führt nichts dran vorbei sogar. I know. Gar nicht. Fix it all. Ja. Da sind wir wieder. Ich meine, an sich geht's dem Schiff so ganz gut jetzt. Auch guck mal hier meine coolen Leute, die so richtig viel schon gelernt haben. Aber könnte auch besser sein. Einfach von den Sachen, die ich habe. Oder eben nicht habe. Linus, oh Captain, mein Captain. Meneka bei den Shields. Kann noch ein bisschen was lernen. Wird aber schon noch. Au, bei den Engines. Ja. Lin. Meneka. Ich weiß, ich habe nichts geändert, aber ich habe irgendwie Paranoia. Okay, safe. Nochmal. Und jump. Wir kommen an. Das ist gut. Das ist gut, dass wir ankommen. You detect two ships, one chasing the other. Scanners show the pursuer is a pirate. Ate the civilian ship, of course. Ah! Iron Blast.
haben zwei Shield-Kugeln auf die Shields. Ist es ein Clone Bay? Ja, okay. Und Combat Drone aktivieren. Kommt doch nicht durch das Schild. Weißt du was? Schieß mal kurz hier drauf. Und dann noch wieder auf die Shields. Ist ja einmal nicht gemacht und schon ist wieder Kack am Dampfen. Ach, ups! Aber immer weiter auf die Shields. Idiot. Anfängerfehler. Purer Anfängerfehler. Und einmal kurz vielleicht auf die Weapon Systems, bevor sie die hier aufgeladen haben. Ah, verdammt. Aber auch der andere. Und auf die Shields. Das hat gut geklappt. Schön. Komm schon. This sector has become increasingly dangerous for friends of the Federation. I think my crew can patch up some of your hull damage as thanks. Ja, nee, war kein Damage. Hätte ich das gewusst? Hätte die ganzen Scrap von eben sparen können. Arg! Okay. Dodgy, dodgy. Wichtig, wichtig. Und nee, Drone geht eigentlich noch. Okay, okay. Dodgy, dodgy. Uns geht's gut. Gut. Jump. Zum Exit. Nee, brauch keine Mercenaries. Danke. Auch Williams nicht. Auch wenn du cool aussiehst. Jump to the next sector. Zoltan controlled. Nee, euch mag ich nicht. Ich will zu den Civilians lieber. 22.22 Uhr. Ich könnte auch jetzt beim neuen... Welcome to a new sector. Get to the exit beacon and jump to the next sector before the pursuing rebels get... Okay, ja, wie immer. Hat sich also nichts daran geändert. Von oben mehr Möglichkeiten, den zu erreichen. So würde ich sagen, insgesamt. Auf jeden Fall mehr außerhalb des Nebulas. Von erstmal zu dem. Ja, so machen wir das. Und ja, ich brauche Drone Parts wieder, weil ohne die kann ich gar nichts machen. You jump into the middle of a plasma storm. Multiple recently incapacitated chips loom in the shadows, briefly illuminated by the lightning. Search. Within the ship graveyard, you find one ship that seems relatively untouched. On board, you find an unconscious passenger and take them back to the ship. Once awake, they offer to join your crew in thanks. Xiao, Xiao, Xiao. Der kann gut hier fighten. Passt ja. Perfekt. Perfekt. Das gefällt mir. Jump. Zum Store? Nee, mit dem kann ich noch nichts anfangen. Erstmal hier hin. Ja, Rebel Scout. Okay, Rebel Scout 24. Immer noch Plasma Storm. Ja, muss ich halt... Scheiße. Combat Drone auf jeden Fall. Wir können ja auch nicht so viel gerade aktiviert haben. Ja, auch ein Plasma Storm. Ja, lassen wir erstmal, gucken wir mal, was die Combat Drone alleine packt. Was? Rein da! Und heilen dabei. Kill them all! Autsch! Komm schon, das schafft ihr. Und killt ihn! Yes! Und, wer konnte reparieren? Du da, ne?
Manon, reparier mit. Wir nehmen schon mal 2 Leute weniger. Scheiße. Aber das muss ja nichts heißen. Ja, du hast übrigens auch gerade nichts zu tun, ne? Dann kannst du mal da reparieren. Und Combat Drone alleine bringt's nicht. Das ist in Ordnung. Ich brauche meinen Ion Blast. Ohne Shields? Nee, das geht nicht. Ion Blast Attack! Dann bleibst du doch lieber da. So, und ihr beide repariert dafür dort mit. Und du reparierst da und du reparierst auch da. Ein Blast, Shield of Shields. Ja, sehr gut. Gut, das klingt nach Feuer. Ihr beide, guckt mal eben, was da oben los ist. Was? Oh, too low? Okay. Aber hier ist auch alles low. Shitballs, Shitballs, Shitballs. Okay. Abhauen und so machen. Oder nee, eben die Waffe weg. Dafür hier Shields und so. Und ihr geht wieder da rein und euch Türen mache ich eben auf. Um das zu ersticken im Keim. Und ihr healt euch. Und ja, so bleibt's erstmal. Du kannst ja einfach da stehen bleiben. Ich meine, sie versucht. Sie kann ein bisschen was, meine kleine Drone. Machen wir die Tür mal wieder zu, damit Oxygen auch besser hier läuft. Und auf eure Stations. Was nicht so viel bringt, aber egal. Das heißt, hiervon können wir runter. Und ich brauche Oxygen erstmal. Ja, ich kann... aber hier darauf vielleicht lieber. Weniger getroffen zu werden. Scheiße, Mann! Oxygen ist wichtig. Ihr repariert das schön. Solange können wir euch heilen. Oder nee, solange besser ausweichen. Denen geht's aber auch nicht gut. Das sehe ich doch, das sehe ich doch. Oh, too low. I know. Dieser blöde Storm hier, der macht alles komplett kacke. Okay, ich versuche nochmal eben hier mit dem Iron Blast einmal kurz die Shields zu destroyen. Warning, oh, too low. Oh, too low. I know. Ach, und jetzt gehen die Waffen da oben nicht. Ihr geht da eben hin, solange geben wir uns O2 und Power und das. Weil, so machen wir das. Harter Fight, aber es kann noch gehen, kann noch gehen. Leute, zurück an die Stations. O2 wird gemacht. Was? Und Iron Blast wird auch gemacht. Auf die Shields. Ist meine Drone? Nee, die ist noch heile. Gleich brauche ich O2, das steht fest. Ja, okay. Surrender ist in Ordnung. In diesem Fall habe ich auch langsam keinen Bock mehr. So, und hier können wir eben gucken, wo alles ist. Manchmal ist Surrender... Manchmal muss halt Surrender. Geht nicht anders, ne? Okay. Kann sich da noch eben schneller heilen, auch wenn jetzt alles sowieso fertig ist. Ha! Surrender war gut. Surrender war gut. Ich hatte sie, aber ich hatte sie nicht wirklich. Und O2 hätte mich auch noch bekommen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich brauche mehr Powerbars. So. Das ist schon mal klar. Und das nächste Mal hole ich mir einen neuen Drone und repariere einmal Hall. Und warte, bis mein O2 hier fertig ist. Guck mal, wo... da ist ein Store. Da gehe ich hin. Da hat zwar nur 9 Scrap, aber da gehe ich hin.
vielleicht den Reaktor nicht schisseln sollen. Sechs Drones. Moment. Eins, zwei. Ja, ach, ich kann ja auch gar nicht irgendwo anders hin. Muss ich hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also dieses Level schaffe ich noch mit den sechs Drones. Drone Parts. Und ich habe auch immer noch keine Antwort darauf, wenn meine Combat Drone mal abgeballert wird. Also von einem... Außer ich mache deren Anti-Drone-System kaputt. Mit meinem Ion Blast. Ja, bis zu einem gewissen Grad funktioniert dieses Schiff ganz gut, aber später halt nicht mehr. Verdammt, Mann. Ja, Leute brauche ich nicht. Half damage from low oxygen. Nein. Ja, voll gut. Ich hab nichts zum Verkaufen. Ich will einfach nur Drone Parts und fixen. Naja, dann halt doch nur Drone Parts. Weil für zwei Scrap bekomme ich gar nichts. Ja. Und jumpen wir zum nächsten Store mit meinen Null. Ah, ihr seid so kacke, ey. Das ist wie bei hier, wo all die Lidl, Kaufland, alles auf einem Platz ist. Aber in dem anderen Teil der Stadt fehlt alles komplett. Richtig dumm. Ja, coole Sachen habt ihr hier. Mind Control, auch richtig gut. Toll, dankeschön. Combat Mark 1. Ja, 70, ja, komme ich ja nicht. Oh, die hätte ich so gerne. Ich kann aber nichts verkaufen. Weil die ist nämlich auch gut gegen Raketen. Scheiße. Nee, ich habe von Anfang an hier irgendwie Kacke gebaut bei dem Schiff. Kackwurst, verdammte. Okay, gehen wir erstmal zu Distress, dann hier hin. Ja. Nee, erstmal hier hin. Ich kann ja wieder zurück zum Store, theoretisch. Lass uns hoffentlich viel Scrap bekommen. Surrender of the goods. They don't want to fight. Komisch. Das ist wichtig, das ist wichtig und das ist wichtig. Ion Blast. Erstmal auf die Shields. Enemy FTL Charging, auch richtig doof. Ja, hi. Coole Sache, Mann. Richtig coole Sache. Wer konnte fighten hier? Manon, kannst du da auch rein und helfen? Und du auch? Die auch noch mein FTL kaputt. Jetzt muss ich den mal eben berühren da. Jetzt sind die alle! Kann irgendwer von euch mal... Ihr beide geht gleich nach da, bitte. Repariert. FTL delayed. Das ist gut. Weiter auf die... Diese Sache. Sieht gut aus. Ja, Ion Blast, mach da weiter. Hier passiert wieder nur Grütze. Ja, Hull at 50%. I know, I know. Intruders? Ach ja, die blöde Dings da. Hier habt's aber repariert da oben. Ihr habt's da repariert. Und helft da mal gegen diese Drohne. Was mit los mit Au? Au, du gehst heilen. Aber zacki. FTL Charging? Not with me. Delayed. Sehr gut. Ah, das Feuer machen wir... nein! Du gehst... Positions. Kann mal jemand an die Türen, damit ich die da oben aufmachen kann? Kann ich nicht. Wieso das denn gerade nicht? Ach, weil das... System ist aus dafür, stimmt.
Okay. Ion Blast ist kaputt. Ion Blast ist offiziell kaputt. Du hilfst da mal. Wieso haben wir eigentlich so wenig Schilde? Wer hat denn das angerichtet? FTL Delay, das ist gut. Drone, hau sie weg! Hau sie weg! Hau sie noch wecker! Ion Blast brauche ich. Leute, zurück auf eure Positions. Ion Blast auf die Shields. Oder, ja, Drone-Kacke da oben vielleicht auch sogar. Und Weapons vielleicht. Endlich kaputt! Jetzt aber ordentlich. Ja, ist nicht wenig. Was? Wo brennt's? Also, literally, wo brennt's? Oder was? Was passiert hier gerade? Mach doch wieder zu, den Kram. Und ihr beide geht mal dahin. Oder vielleicht doch eher dahin. Ah, oder hier. Das machen wir mal eben auf, damit das weggeht. Nein, ihr repariert das da. Und ihr helft mit. Ihr könnt auch das Training gebrauchen. Und jetzt an eure Positions. Dann habe ich sogar die Blast Doors, die das auch noch aufhalten können da oben. Türen zu. Und ja, demnächst wieder sterben einfach, weil ich viel zu wenig Hall hab wieder auch. Mann. Das wird nichts. Das wird nichts. Ach, das wird überhaupt nichts. Hätte ich diese... Hätte. Ja, ich weiß. Jetzt Distress. Store oder so. Erst zum Distress oder erst zum Store mich reparieren? Ich gehe zu dem Store erstmal, wer weiß, was der hat. Und repariere mich. Ja, schön. Zwei Distresses. Okay, gehen wir jetzt ja erst zu dem. Komme ich von dem auch zu dem anderen? Ja. Und, Moment, ich könnte zu dem, dahin und dann zurück zum Store. Aber 1, 2, 3. 1, bis dahin ist der Store weg. Once you arrive at the location of the distress call, a civilian ship hails you. Thanks for responding to our beacon. Our FTL navigation has gone haywire, and we can't plot a course to the nearest depot to get it fixed. Could you lead us there? Klar. Take this bit of scrap as a down payment. We'll use your jump signatures to follow you. You're really helping us out here. I muss gar nicht dagegen kämpfen. Oh yeah. Da ist die Quest. Da werde ich nicht hinkommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay. Jetzt gehen wir zu diesem Distress. Mal gucken, was dann noch so kommt. Aha. Try to dislodge the ship. Let's try and loot the ship. Ja,
Ja, Scrap kann ich gebrauchen. Treacherous Lodge, the ship. Könnte auch sein, dass ich einfach nur noch einen Crewmember bekomme, was ich nicht brauche. Ich brauche Scrap. Und das Troll and Loot klingt nach Scrap. Yep, you decide the pirate is not worth saving and fire a few volleys into their hull, causing the ship to depressurize and break apart. Loot the remains. So, zu dem Store komme ich jetzt nicht mehr. Aber vielleicht zu der Quest, wenn ich 1, 2 oder 1, 2, 3. Und dann zum Exit. Moment, 1, 2, 3, wusch, 4. 1, 2. Na, direkt hier hin. Zum Exit muss ich ja sowieso. Dann würde ich ja doppelt hier hinfliegen, obwohl ich hier vielleicht noch coole Scheiße finde. Ich hoffe einfach, dass die dann nicht so schnell sind. Die Rebels. Yep. Defend the outpost, natürlich. So, was haben wir hier? Iron Blast auf die Shields und Combat Drone auf den Combat. Und wenn du es schaffst, vielleicht noch eben darauf, bevor die schießen. Ah, zu spät, verdammt. Egal. Ja, machst du gut. Immer auf die Shields, immer auf die Shields. Mehr auf die Shields. Okay, die penetraten mich gerade nicht so. Wenn du mal hier auf die Weapons schießen würdest, liebe Combat Drone. Ja, Shields auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Wenn du Shields. Ist auch ganz in Ordnung. So, und jetzt Iron Blast erstmal hier auf die Weapons. Ja, und jetzt auf die Shields. Ja, geil. Ja, und wir haben's. Wir haben's. Wir sind durch. Das Ding ist tot. Oh, huch. Ja. Stimmt, ja. Yeah, salvage what I can. Ooh, yeah, thanks for the help. We've been arrested non-stop by those scouts. Take these from the house. 100 scrap. So quick can the tides turnen. Trotzdem noch alles sehr gefährlich. Der Store hatte auch, da müsst ihr auch doppelt hin huschen. Ne, wir machen jetzt die Daumentaktik. Also, diese Runde. Der Daumen ist ungefähr so breit wie hier diese Warning Zone. Deswegen gucken wir mal. Nächste Runde da. Also, in 1, 2, 3 oder 4 Runden sind sie dort. In 1, 2, 3 bin ich aber schon beim Exit. Wir gehen jetzt noch die Quest erledigen. Nachdem wir Sauerstoff getankt haben, könnten mit unseren 100 Scrap einiges machen. Wir könnten zum Beispiel noch mehr Shields haben. Noch wichtiger ist es aber, den blöden Raketen auszuweichen. Oder mehr aufs Drone-System. Aber solange ich keine Drones habe, brauche ich auch nicht mehr im System. Den mache ich noch für die Engines. Und noch einen auf die Powerbar. Okay. Hiervon holen wir immer den ab, um hier die Combat Drone zu steuern. Und powermäßig ist alles genau auf Sahne poliert. Ich habe es einfach mal so genannt. Also auf. Wir haben ja genauso viel, wie wir gerade benötigen. Wenn ein Dealer irgendwann mal Missiles haben möchte, ne, kann ich gerne verkaufen. Brauche ich überhaupt nicht. In Deutschland sind wir ganz okay.
au, ein ganz cooler ist, ne? Guck mal, hier, der macht 10% aus. Au, 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 au. Und wir jumpen. Ich will gerne zwischenspeichern, aber das ist unmöglich. Hier, da, da. You come across an asteroid mining colony. They message you immediately saying, greetings, our supplies of mining explosive have run... Oh, genau das meine ich ja. Yes. Yes, fuck yes. Wow, this will help our efforts in considerably. Let me see what I can scrounge up to offer you. They deliver some scrap and have their team try to repair part of your hull. Ihr seid göttliche Schnuckis. Jetzt noch zur Quest. Das passt mit dem Exit. Ja, much to your dismay, you are ambushed by a rebel ship. Straight into the trap. Shitballs. Iron Blast auf die Shields. As one does. Ja, komm her. Kommt her, Kinder. Keine Chance. Vor allem nicht, wenn wir uns auch noch heilen. Okay, die haben vor allem so diese grünen Waffen. Kill him! Kill him! Yes! Mal wieder erstmal O2. Iron Blast auf Shields, ist das eine gute Sache? Erstmal noch, ja. Drone auf... Oh, zum Glück ist sie vorbeigeflogen. Trying to escape, aber delayed. Drone, do it, baby girl. Kannst du mal wieder auf die Waffen hier schießen, bitte? Dankeschön. Nein. Ich brauch... FTL delayed. Ja, das wird noch. Kriegen wir hin. Und dafür wieder auf die Shields. Ah, shit! Na, irgendwas muss ja sein. Aber 39 Scrap. Sehr gut. Und Drone Parts statt hier der andere Kacke. Na, Yolanda, geh du mal dich heilen, bitte. Und hat nur ein Scrap. Das ist nicht wenig. Yolanda kann jetzt auch mal mithelfen. Kleines Reparaturteam, Manon und Xiao. Und hat nur ein Scrap. Und ab zum Exit. Moin, moin, halloin, Erfindo-Freude. Es läuft so lala, aber auch manchmal ganz gut hier gerade bei FGL. Es bleibt spannend. Ich habe 101 Scrap und könnte ordentlich upgraden, aber muss mir immer wieder hier reparieren. Aber 101 Scrap ist fast so viel, dass ich mir noch einmal 105 brauche und nochmal 3 Shields holen könnte. Darauf werde ich sparen. Ja. Aber jetzt erstmal zum Exit. Wie geht's dir stets, Erfindo Baby? Ja. You come across a large trade station. However, as soon as you approach, a warning goes out to all ships in the region. Do not associate with the Federation sympathizer. All who oppose the rebels will be punished. Search. You apparently spoke to the wrong person. Okay, kein Problem. Enemy Combat Drone, Shitballs. So, so, so und so. Alles in Ordnung. Bei mir auch alles in Ordnung. Ich mag den Herbst. Wie ist es bei dir? Ich freue mich, dass Herbst ist. Ich bin ein großer Herbstfan. Und sollte eigentlich
Das sollte so über die Bühne gehen, merke ich. Wenn der hier langsam wieder aufwacht. Shit. Hab's gerade noch gesagt. Schieß doch mal hier auf die Weapons, genau kurz. Und ich mag immer dieses... die brennen gerade, sehr gut. Ich mag immer dieses, draußen kühl und drin ist dann so Kaffee und Kakao und Kuchenzeit und... Ja, das fühlt sich gerade gut an. Wie ist bei dir so mit Seasons? Hab ich auch schon häufiger, glaube ich, mal angesprochen und gefragt. Ich weiß nicht, ob ich dich gefragt habe. Aber war schon mal Thema hier, glaube ich. Jahreszeiten. Was halten Sie davon, Herr Findo? Herr Findo, stehst du? Die sind tot. Toast und tot. Yes. Dankeschön. Aber trotzdem will keiner mit mir handeln. Ist okay. Aber wenn es mir den ganzen Tag auf die Birne regnet, dann eher weniger. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich mag auch Regen, aber vor allem ist es richtig schön, wenn man drin ist und es regnet. Musst du häufiger draußen arbeiten oder? Ah, scheiße, beides Sultan. Ja, ich die. Ich mag Nebulas nicht. Ich geh mal lieber hier lang. So häufig kommt es gar nicht vor, dass ich angeregnet werde, weil ich nicht so häufig draußen bin. Und wenn ich draußen bin, dann spaziere ich nur und dann bin ich ganz schnell auch wieder drin, sodass mir der Regen, dass ich dann abwischen kann. Nein, überhaupt nicht. Okay. Also eher pro kalte Jahreszeit, lese ich da jetzt raus. Jump, irgendein Store in der Nähe. Soll ich erstmal upgraden oder soll ich noch sparen? Ich könnte hier ein Double Shields haben. Und dann, fast noch die Powerbars dafür. Ja, solange ich die Powerbars nicht dafür habe, brauche ich auch nicht Double Shields. Ich brauche nämlich... Und ich brauche ja auch die 2 Shield-Punkte. Das heißt, hier 60 und da die 105. Das heißt, 165 brauche ich dafür. Wir jumpen erstmal weiter. Guck mal, Visual ist da. Die haben jetzt 3 Shields, richtig kacke. Ihr findet uns auch nie draußen. Kleine Insider-Info am Rande. Chatting! Chatting verstehe ich gerade nicht. Ist vielleicht auch ein Insider? Aber hallo, ein Visual! Hallo, ein Visual! Moment. Habe ich das heute schon mal gesagt? Nee, habe ich heute noch nicht gesagt, oder? Habe ich mir eingebildet. Okay. Wie sagt Papa so schön? Einbildung ist auch eine Bildung. Habe ich doch gesagt? Wir sind nämlich schon eine ganze Weile hier. Jetzt verwirrst du mich wieder, ey. Du hast es immer so drauf, mich zu Ja, genau, ganz oben nämlich. Nichtraucher und so, richtig. Warst schon die ganze Zeit hier. Ja. Das Köpfchen ist auch nicht mehr so jung, wie es mal war. Feind ist eine Wow. Das sieht nach viel Weaponry aus. Du bist auch nicht Raucher. Sehr gut, Erfindung. Hast du denn schon mal überhaupt einer Zigarette oder etwas ähnlichem mal gezogen? Ich nehme mich nur so partymäßig früher. Scheiße. Das war nur so einer. Das war nur so einer. Das ist so einer. Hauptsache, da sind keine Rockets bei. Dann komme ich hier durch. Dann komme ich hier, glaube ich, durch. Ja, und die ist es nämlich. Die kann da gerne explodieren, die macht nichts. Wenn ich erst einmal durch die Schilde bin. Jetzt hat es wieder 3, das Ding. Wird spannend. Das sind einfach nur random Numbers, die generated und verglichen werden. Okay, die ging daneben. Jetzt schieß doch mal durch die Shields. Ja, da waren sie gerade. Ja, jetzt. Drone, hau rein! Ist Tango. Ja. 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 Und jetzt schieß auch mal kurz auf die Weapons. Zum Spaß. Und noch weiter auf die Shields. Er ist dem grünen Teufel verfallen. Was? Kann man den Game Sound in Zacken runterdrehen?
Kann man die Musik oder die Effects? Kann ich mal machen. So. Ist ja auch nur bum bum bum, also verstehe, ist ja jetzt nicht wirklich lebensnotwendig. Aha. Bevor ihr euch hier etwas sagt, was ihr bereut, lasse ich das mal so stehen. Öffentlich. Kann jetzt mal das verkackte Schild da kaputt gehen? So richtig kaputt. Endlich! Hat funktioniert. Und sehr viel Scrap. Okay, es wird Zeit für Double Shields und Double Power. Oh yes. So. Das reicht. Und ja, sofort werde ich auf Drones sparen und Drone Power, damit ich... Kaninchen, du bist ja eine Powerlurkerin. Ich wünsche dir auch eine... Ich wünsche dir auch eine voll durchgehypte Nacht. Freue mich, wenn wir uns vielleicht am Mittwoch wiedersehen zu Hollow Knight oder morgen und Donnerstag, wenn du möchtest. Du kennst den Plan. Man kann den Plan sehen. Mach den schönen Abend, Nacht, Tag, morgen und überhaupt. Wir sehen uns, wann du möchtest. Tschüss, Ninchen. So. Genau, jetzt sparen wir auf coole Drone-Upgrades. Und hoffen, dass die irgendwann kommen. Und Drone Parts, nicht vergessen. Und Fuel. Und Reparatur. Okay. Kill them all. Okay. Okay. Iron Blast auf die Shields, weil die haben wieder 3 Schilde. Ich ja mittlerweile auch. Und Combat Drone. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wir machen zack, zack, zack. Ganz langsam zack, zack, zack. Oh, oh. Du reparierst mit. Das ist wichtig. Du reparierst da oben mit. Das ist auch wichtig. Scheiß Raketen, ey. Das ist immer ein bisschen blöd, dass wenn hier was kaputt ist... Ah! Okay, am besten bleibst du gleich da. Und du vielleicht auch? Weil Feuer passiert ja gerade nicht. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Machen die mich fertig. Ich hasse Raketen. Ah! Das wird nichts. Ich muss jumpen. Wie ist eigentlich das Sub-Emblem ein Weizen, weil du auf ein kühles Blondes abfährst? Nein. Worauf ich abfahre, wirst du später sehen. Steht das eigentlich mit dem About? Irgendwo steht das doch. Ich liebe Toastbrot. Darum geht's nämlich. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Und die machen mich tot. Und die machen mich richtig tot. Kannst du da nochmal eben helfen? Mal gucken, ob die jetzt doch noch irgendwie da durchkommen. Aber noch so ein Ding. Ich jump jetzt, bevor die mich auch noch trifft. Weg hier! Scheiße. Toast ist ungesund? Du bist ungesund, Erfindo. Du bist ungesund. Deine ganze Familie ist ungesund. Toast ist Gold. Getoastet oder roh? Mal so, mal so. Also. Sandwich Toasts, Vollkorntoast. Getoastet meistens, manchmal auch ungetoastet, aber dann hauptsächlich zu so Matsch Toast mit süßem Kram. Peanut Butter Jelly Time ist dann immer richtig gut. Oder manchmal auch ein Sandwich. Aber ja. Hast du so eine Toast-Sandwich-Presse? Ich hab... Also ich toaste auch einfach im Toaster meinen Sandwich-Toast. Aber wir haben auch einen Sandwich-Toaster-Maker, Gedöns. Haben wir auch.
Auch göttlich, wenn man da das richtige Zeug reinpackt. You arrive at a Zoltan research facility. They say they are researching genetic distortion due to stasis sleep and prolonged FTL travel. They ask if your crew... Okay. Yes! Your crew calmly lines up for the Zoltans to take their readings. After a short time, the process is done. They contact you. Thank you for your participation in our study. Please accept these small cakes made from stiff dough as well as some scrap. Okay, Leute, könnt euch erstmal heilen. Da drin. Was bringen mir die besten Shields, wenn ich nicht... wenn Raketen mich so niedermachen können. Ach. Ich bin auch mal wieder raus. Schönen Abend euch. Ciao, Lehari. Schön, wie immer, dich hier zu haben. Adios, adios. Vielleicht bis Mittwoch. Wenn du an dem nicht... Ja, vielleicht bis Mittwoch. Bei Hollow Knight. Okay. Skippen dahin. Ja, ich muss mich reparieren, beziehungsweise warten, bis ich mein... irgendwas gegen Rockets habe. Also... the Zoltan ship patrolling this area hails you. This area is love limits. Secrecy is vital. They power their weapons. Shields. Combat drone activated. Was haben die denn da wieder für krasse Waffen, Mann? Miss auch noch. Ja, okay. Ist das eine Rocket? Lass das keine Rocket sein. Ne, das ist nur so ein Gedöns. Ah, ouch, aber in Ordnung. Ouch! Verdammte Scheiße mal wieder. Ja, jetzt geht's euch nämlich auch so an den Kragen. Fühlt sich überhaupt nicht gut an, ne? Einmal auf die Weapons. Und auf die Shields. Ah, shit. Schiss. Und alle wieder dahin, wo ihr hingehört. Und was mache ich hier mit dem Ion Blast? Weiter auf die Shields? Ja, das ist gut. Die müssen nämlich weg. Damit meine Drone ihren Job erledigen kann. Hätte ich mal das Drone-Upgrade irgendwann bekommen. Schieß doch mal! Ja, ja! Ja, sehr gut, sehr gut. Lass sie brennen, lass sie brennen. Hier auch rein. Wieder auf die Shields. Genau. Brennt's da noch? Nee, verdammt. Sie haben es löschen können, ne? Scheiße. Upsi! Weapons sind wieder da. Aber erstmal muss ich durchkommen mit dem Schild. Ey, das ist ein Spiel. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Schieß doch mal! Triff doch mal! Ich würde das jetzt gerne noch schaffen. Ja! Gott sei es gepriesen. Store? Nein? Kein Store? Wieso denn nicht? Ich bin kurz vorm Abnippeln. Ja, gehen wir halt da lang. Fuck it. Ja, kein Problem. Move into attack. Ihr Arschlöcher. Okay. Davon. Und wir schießen auf die Shields. Schießen auf die Shields. Aber haben nur zwei Waffen. Aber das sieht aus wie eine Rockets. Missiles, meine ich. Fucking Missiles. Au, 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 au. Nee, sind's nicht. Sehr gut. Sehr gut. Dann könnte es ja funktionieren. Einfach nur zu warten. Ich habe wie viel jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5 Hull Points. Die mich nicht treffen. Richtig? Richtig. Und das Ding auch nicht. Okay, okay. Wir brauchen einfach nur Glück. Sehr gut.
Hier rauf. Sehr gut. Hier rauf weiter. Okay, wenn die Sultan einfach nur weiter Gegner sind mit ihren... Oh! Jumbo Schreiner! Wie hart überfordert wärst du in dem Spiel, welches auch deine Reaktionszeit herausfordern würde? Witzige Skala? Also, spiele ich schon manchmal auch? Aber ich habe gemerkt, ich bin auch nicht der Allerschnellste mit der Reaktionszeit. Also sowas wie so ein Fighting Game, Mortal Kombat, Street Fighter, Virtua Fighter, was gibt's denn noch? Mehr kenne ich schon nicht. Ist überhaupt nicht meins. Ich komme erstmal mit den ganzen Kombinationen durcheinander. Und die lerne ich auch nicht. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und Reaktion auch nicht da genug da. Aber in einem Shooter-Reaktion sehr gerne. Oder auch in einem coolen Hack and Slay kann ich auch gut. Also ich würde sagen, sagen wir Jumbo Schreiner ist eine 10, dann wäre ich überfordert wie, wer ist denn Sleeper? Ich kenne Resident Evil. Restart-Button. Resident Sleeper. Verstehe ich nicht, Erfindung. Und herausgefordert, vielleicht wie so auf dem Level, ach, ich weiß auch nicht, wie herausgefordert? 6 oder 7? Ja? Not my strong suit, aber wobei, ach, weiß ich doch nicht. Der Restart-Button war am Glühen. Nee, da war ich voll gut. Ach, aber das hat auch nichts mit Reaktion zu tun. Ja, da ging es ja nicht um die Reaktionszeit, mein werter Erfindung. Store! Ah, scheiße, aber dann haben sie mich ja gleich. Ey, jetzt halten die mir den Store vor die Nase. Aber wenn ich da hingehe, werde ich in der nächsten Runde gekillt von den Rebels. Ich kann ja von dem Store auch wieder hier hin. Oh, ihr verdammten Kack. Ich muss da hin. Ich kann nicht von Glück sprechen. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal wieder so viel Glück habe. Ja, Mantis Crew hier. Hunker down. Bla bla bla. Long dead space whale. The only way, presumably, for them to operate their black market trade without detection. Worth a look? Yes, I hope so. So. Brauche ich auch nicht. Nein. Also einfach nur fixen. Und die Drones kaufen. Fuel. Hol ich mir noch ein. So. Ja, immerhin. Und jetzt hier raus wieder. Ah. Und jetzt jumpen wir hier hin. Oh, die Rebels sind mir auf den Fersen! Aber wenn ich hier hingehe, dann... We'll make fleet pursuit slower. Das machen wir. Können wir vielleicht noch ein bisschen mehr insgesamt sehen. Nothing but static. Okay. Dann können wir sogar noch zu dem. Wir gehen jetzt hier hin. Green Hell Story ist immer noch zu empfehlen, by the way. Ja, Green Hell habe ich, glaube ich, jetzt sogar auf meine Wishlist gepackt. Euretwegen. Und... irgendwann mal. Wenn es im Angebot krass ist, dann können wir das gerne, dann kaufen wir das. Und vielleicht kann man das auch Online-Koop? Ja, wahrscheinlich nur, ne? Wäre ich gerne dabei. So. Ah, scheiße. Stimmt ja. Fucking Nebula. Ah! Also wir brauchen auf jeden Fall den hier und nochmal 2 für den anderen. Für die hier. Ja, und versuchen jetzt hiermit durch die Schilde zu ballern. Und hoffen, dass unser Oxygen ausreicht. Was passiert? Intruders. Okay, aber ich habe meine coolen Türen.
Sollte funktionieren. Wobei, du, Mantis, schaust dich mal kurz um. Sensors brauche ich also gerade sowieso nicht. Oh, die sind da drin. Ach so. Okay. Und ich nehme noch den einen hier hin. Dann ist er nämlich auch geheilt und kann vielleicht sogar gegen beide kämpfen. Und du gehst jetzt auch dahin. Sehr gut. Was passiert hier eigentlich? Hier, ja, läuft eigentlich. Läuft eigentlich. Und jetzt nochmal gegen die Weapon. Oh, ich hasse es, wenn die mich erwischen mit ihrer Rakete. Nochmal hier hin. Und hier rauf. Der Fight läuft. Ah, und die sind weg. Ah, weg. Dann könnt ihr mal eben dahin. Und ihm helfen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Iron Blast auf die Shields. Ihr repariert, ihr repariert. Autsch! Trying to escape, aber delayed. Also, ja, ihr könnt erstmal wieder woanders hin. Da rein nämlich. Du auch. Hilfst mit. FTL Charging. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Kann ich es machen? Weiter geht's. Drone, jetzt schieß doch mal richtig. Nicht missen. Iron Blast kann ich noch eben schnell. Okay, delayed. Das ist schon mal gut. Nehme ich an. Drone kann ich gebrauchen und sieht auch überhaupt sonst ja nirgendwo gut aus. Und die sind gleich weg. Nehme ich an. So. Ah. So, Shields. Du reparierst da mal mit. Du auch. Wer braucht denn die Repair-Sachen vor allem? Wer brauchst du denn nicht? Lin, ne? Kannst du eigentlich auch mal mit reparieren? Achso. Nee, dann könnt ihr alle wieder auf die Stations, außer ihr beide. O2 brauche ich. Eieiei, war das wieder kritisch. Aber auch interessant. Auch kritisch. Brauch was gegen diese blöden Missiles. Mehr Drone Power. Warte, bis Oxygen wieder da ist. Und spring dann zum nächsten Spot. Beacon, genau. Ah. Dich brauche ich im Nebula auch gerade gar nicht, ne? Geh mal lieber. Na, ah, bleib mal da. Wer weiß, ob wir gleich zum Nebula jumpen. Okay. Oxygen. Auf! Quasi 100%. Jetzt gehen wir noch dahin und dann zum Exit. Ja. Weil wir könnten auch... Ne, das machen wir. Oder 1, 2, 3. 1, 2... Würden wir auch schaffen. Haben wir noch 9? Ja, machen wir. Wir gehen die 3 noch durch. Ich brauche das Scrap. You spy two pirate ships lurking in the nebula here. They remain unaware of your presence. You're able to get your scanners to at least identify their cargo. One is carrying the fuel supplies, the other the ammunition. Secure the fuel supply. Yes, please. Ammunition brauche ich nicht. Um was geht's hier eigentlich? Okay, die kleine süße Story ist, wir sind die Federation oder Teil der Federation, die mit super wichtigen Dokumenten jetzt zurück zur Federation Base möchte. Währenddessen werden wir von den Rebels verfolgt und möchten halt die Notizen, die wir hier tragen, an sich wieder reißen. Und das ist unsere Mission. So ein bisschen wie Voyager, nur anders. Also Star Trek Voyager. Das ist die Story. Das Spiel lebt eher von Atmosphäre und Gameplay. Und ich muss eben auf Toilette. Und wir sehen uns gleich wieder. Sehr originell visual. Höchste Goethe-Kost. Bis gleich. Willkommen zurück, hat sehr schön geplätschert. Mic check zwischendurch, einfach so.
Also kein Good Code. Good Code kann ich nicht so schnell. Was haltet ihr von Feuchtpapier eigentlich? Feuchtes Toilettenpapier. Fuel Supply. Hopefully you can leave it in one piece. Ja, hopefully. Ach, scheiße, Cloaking. Bastard. Richtiger Bastard. Schauen wir uns schon mal den hier. Wobei, ja. Wart mal so lang, bis wir sie wieder anvisieren können. So, nehmen davon weg und davon weg und davon weg, um das zu machen. Und nehmen hiervon weg, um das zu machen. Und hoffen, dass es funktioniert. Haben nur ein Shield. Ja, und ich auch. Und jetzt hier. Scheiße. Was passiert hier alles? Okay, ihr beide geht das reparieren. Vor allem, ja, doch, ihr beide geht das reparieren. Ich brauche die, ja. Vielleicht sollte ich erstmal nochmal weiter in meinen Reaktor demnächst investieren. Ich glaube, das würde gut tun. Auf Shields. Auf Weapons. Okay. So lange repariert ihr und ich heile uns mal kurz. Und gib uns Fuel, O2. Ah, und es geht weiter. Ja, wieso? Ah ja, so. Iron Blast auf die Shields. Verdammte Kacke, ey. Diese Rockets. Ich brauche endlich meine Drone, die Rockets wegmacht. Also trifft, abfängt. So heißt das Wort. Oh. Heilen, Menika, aber ganz schnell. Okay, denen geht's auch nicht so super. Ich will das aber schaffen. Auch, vor allem. So. Ja. Jetzt haben sie ihre Shields auch wieder und können mich einfach mal so treffen. Du bist da jetzt mit. Ja, doch, genau. Ich habe nicht genug Power dafür. Das heißt, wir schnappen uns die wieder hiervon. Ah. Ja, hat auf jeden Fall eine gewisse Daseinsberechtigung. Gut für Frauen. Pause-Button-Abuser. Ja, auf jeden Fall, Erfindung. Ohne wäre ich hier schon 50 Mal gestorben. In einem Spiel. Ja. Und kann ich eigentlich zwei davon? Nee. Nein, kann ich nicht. Gut für Frauen? Verstehe ich nicht so ganz. Ich finde es nämlich super. Immer erstmal schön, so gut es geht. Dann nochmal die Tiefenreinigung und dann nochmal, um die Feuchtigkeit wegzumachen, noch einmal hinterher. Das war jetzt, aber es ist ja auch schon 23.20 Uhr, da kann man solche Details auch mal auspacken. Iron Blast, ja. Ja, dann mach mal. Leute, mach mal. Repariert! Oh, scheiße! Dahin und abhauen. Ach, du bist jetzt, okay, Jump. Jump weg. Scheiße. Okay, die ist tot. You jump into the middle of a plasma storm. Multiple recently incapacitated ships loom in the shadows. Survivors and equipment. Ja. Und die ist auch tot. Okay, oder weg. Geil. While the crew is off the ship, searching through the wrecks, two hulls crash into each other.
breaking the crew's tethers. You have no time to react as someone is knocked away, floating helplessly into the gaseous cloud. Okay, Lin da, Ao da, Yolanda da, Xiao, du machst jetzt die Shields. Ab sofort. Cool, ne? Du hilfst da mal. Ihr helft da mal alle mit reparieren. Teambuilding, nachdem jemand gestorben ist, das soll helfen. Ihr beide geht euch eben heilen. Moment. Wie geht die Tiefenreinigung? Mit Anleitung bitte. Also. Du hast... Erstmal natürlich erledigst du den Job, wie du es immer machst. Und dann die Tiefenreinigung machst du nämlich dann mit dem Feuchtpapier. Und zwar immer schön so. Und dann auch mal ein bisschen so. Und das machst du eben, solange es brauchst. Und dann nochmal die Feuchtigkeit weg. Jo. So läuft das. Store. Ah, dann bin ich beim Exit bei den anderen und werde wieder gekillt. Scheiße. Wenn ich zum Store gehe, sind die ja demnächst dann... Oder könnte es genau reichen? Jetzt dahin gehe. Sind die hier und haben... Das muss reichen. Das muss reichen. Das muss reichen. Fingerkuppen tief rein oder wie? Nee, nicht Fingerkuppe. Also ein bisschen. Also so. So. Aber das verdampft doch in Windeseile. Ja, schon. Schon ziemlich gut immer. Aber manchmal fühlt sich trotzdem einfach noch so... Du weißt nicht, hast du dir gerade in die Hose gepupst oder ist da noch Feuchtpapierrest? Und deswegen immer nochmal danach einmal. A human ship hails. My friends, please. Ja, genau. War auch nicht mehr. Enemy defense and anti-combat drones from targeting anything. Ja. Okay, das ist schon... Das brauche ich, um überhaupt weiterzukommen. Deswegen hole ich mir das jetzt. So. Und... Fix as much as we can. Der Rest geht ja noch. Oh, apropos fixen. Kenas, du da, braucht noch jemand nicht das Training? Ja, Xiao, du brauchst das Training und Lin brauchst das Training. Du kannst da bleiben. Lin! Ach, so ein Ding ist das. Da komme ich persönlich ohne 10 Minuten Massage vorher nicht so locker rein. Ja, nicht rein! Ich ziehe nur den Schlussstrich. Ah, okay. Das ist also der Schlussstrich. Chatting. Was meinst du mit... Das hat Erfindung gerade eben schon groß geschrieben. Was heißt denn das? Ist das irgendein Slang, den ich nicht kenne? Wisst ihr, ich bin nicht mehr so jung. War ein Scherz. Ich bin immer noch ziemlich jung. Finde ich. Ich fühle mich jung. Man ist nur so jung, wie man sich fühlt. Und so alt. Ob das noch was wird, frage ich mich. Du bist im Frühling deines Lebens. Ja, okay. Kann man vielleicht so sagen. Und es hat genau gepasst. Ab zum Exit und abhauen. Ich prügel mich hier aber auch durch, ne? Eigentlich müsste ich schon längst Mantis Control, beides, ja. Dann gehe ich hier lang. A poorly charted area of space that's known to be home to the Mantis. Ensure your hull plating is up to scratch. Blabli blub. Ah,
Scheiße. Small Rebel Research Station overlooks a pulsating star. Spots me and attacks. Oder? Enemy Combat Drone. Iron Pulse, okay. Ich meine, solange die keine... Uff, da. Wieso hab ich eigentlich niemanden in den Shields? Ach ja, ist tot. Xiao, du bist neu an den Shields, übrigens. Es ist deine Pflicht, bitte. Das ist nämlich wichtig. Ach, aber haben ja gerade nichts. Aber denen geht's auch nicht gut. Denen geht's auch nicht gut. Denen geht's überhaupt nicht gut. Was los? Kann ich mal bitte meine Shields wieder haben langsam? Du hilfst doch mal eben mit. Und gehst da an die... Au! Kacke! Du machst da mal eben. Wobei, ne, bleibst hier. Vielleicht, ne, gehst da hin. Ja, und das... Ich muss jetzt auch mit diesem Schrottschiff nicht noch weiterspielen. Es hat halt... nicht gelangt. Auch schon spät. Eigentlich ja ganz schön dann, dass es jetzt auch vorbei ist. Ich bin ein bisschen aus dem Game raus. Ich kam schon mal ziemlich weit, schon häufiger bis zum letzten Chip. Okay, drei, vier Mal. Etwa dreimal. Also ist auch noch nicht so häufig. Vor allem habe ich es auch schon viel häufiger gespielt. Aber dieses Droneship gefällt mir schon ganz gut. Man muss halt nur die richtigen Händler mit den richtigen Drones und den richtigen Scrap-Amount haben, ohne dauernd getroffen zu werden. Wenn ich etwas gegen Raketen habe. Oder eine bessere Combat-Drone, dann ist alles... Dann ist alles fertig. Dann ist alles gut. Hab ich aber nicht. 2315. Ah, okay. Für diesen Engi Cruiser, ja, besser, viel besser lief es bisher noch nicht. Bis auf hier, 709. Die hat es fast mal geschafft. Platz und Feuer lief überhaupt nicht. Ach, Scheiße. Okay. Das ist ein neumodischer Schwachsinn. Also Chatting ist so, wenn man jemanden darauf hinweisen möchte, dass es reicht mit dem, was er schreibt. Ach, das ist so wie TMI, Too Much Information. Ah, okay. Schon wieder was gelernt. Danke, ihr jungen Hüpfer, dass ihr mir nochmal... Dass ihr mir nochmal erklärt, was die jungen Leute damit eigentlich meinen. Ich bin ja auch nicht mehr immer so dabei. So in etwa einfach anders. Okay. Also, habe ich auch früher als Stöpsel immer gerne gesagt. Genau so, nur anders. Ergibt auch Sinn. Der Spielstand ist jetzt futsch, ja. Das Ding hat Permadeath. Das ist ein Roguelite, mit dem ich jetzt jedes Mal mit einem neuen Schiff. Jetzt würde ich Ship und Shift gleichzeitig sagen. Ship. Durchstarten kann. Und ich weiß nicht, ob wir das nächsten Montag auch machen. Ich glaube... Ich mag das Spiel sehr gerne. Aber ich glaube, ich habe mal wieder Lust auf... Hatoful Boyfriend. Oder La Mulana. Also es wird... Haltet ein Auge, wenn euch interessiert, was ich spiele. Oder kann ja sein, dass euch das interessiert. Auf den Schedule. Noch einmal zum Mitschreiben. Morgen am Dienstag. Torment Heights of Numenera von 17 Uhr bis 19.30 Uhr auf Englisch. Am Mittwoch von 19.30 Uhr bis 22 Uhr Hollow Knight. Am Donnerstag noch einmal Torment Heights of Numenera von 17 Uhr bis 19.30 Uhr auf Englisch. Wenn ich es schon nicht am Dienstag durchgespielt habe. Wenn doch, dann läuft am Donnerstag La Mulana. Ja, was nächste Woche passiert, müssen wir dann sehen. Also,
Wie pflegst du eigentlich deinen reinen Feuerbart? Ich rasiere ihn einfach manchmal. Das war's. Und einmal im Monat, vielleicht nach dem Duschen, wenn es mir gerade einfällt, mache ich auch Bartöl rein, was ich mal geschenkt bekommen habe, aber mir wahrscheinlich selber nie gekauft hätte. Mit so einem Trimmer. Also das gleiche, was ich hierfür benutze. Hier sind es dann, glaube ich, 3 oder 5 mm. Ich glaube 5. Und hier sind es dann meistens 11, weil Cutie Cat den gerne ein bisschen länger mag. Manchmal soll ich ihn auch auf 13, oder am liebsten hätte sie ihn noch länger, aber 11 fühlt sich immer noch dann auch irgendwie gut an und dann kann ich auch länger warten, bis ich ihn wieder rasieren muss. Habt ihr Bärte? Erfindo und Visual? Ich hätte gedacht, ihr seid eher weniger bebärte Männer. Close, ja, müssen uns die Schande nicht noch länger ansehen. Ab ins Main Menu. Mann. Schwierig. Nicht einfach. Hätte auch viel mit dem Random Number Generator zu tun. Ob man eben Glück hat oder nicht. Erfindo, ist es jetzt eigentlich mit der Lautstärke, war das dann so gut, wie ich die Soundeffekte runtergemacht habe, oder hätte ich es noch ein bisschen leiser machen sollen? Ich habe auch so wie du, einfach in schwarz. Okay. Ach, einfach so ein... Das nimmt übrigens, weil wenn man hier... Sonst, wenn du hier einen hättest, hättest du ja einen Vollbart. Ich finde, Vollbart klingt immer so auch nach einem Langbart. Aber wäre eigentlich auch, glaube ich, schon ein Vollbart. Wenn man das hier nicht hat, so wie ich, dann nennt man das hier, so diesen Abraham Lincoln hier, das nennt man einen Friesenbart. Passt auch ganz gut von aus der Region, wo ich komme. Ich habe einen Friesenbart. Wie so ein Kapitän mit seiner Pfeife im Mund. Bin eher so der 3-Tage-Typ. Ja, ich habe quasi, also ich fühle mich auch, als hätte ich einen langen 3-Tage-Bart einfach. Aber 3-Tage-Bart hatte ich, glaube ich, damals bei meinen Sims auch immer eingestellt, weil ich den gut fand. Dann hast du Vollbart. Erfindo hat Vollbart, krass. Manchmal, wenn du nicht geredet hast, war es schon extrem laut von der, ach, die Musik, nicht die Soundeffekte. Ach, und ich dachte, du meinst die Musik. Die Soundeffekte. Aber müsste eigentlich bei euch genauso laut... Ich höre mal auf meinem Handy. Visual, was würdest du sagen? Stellt sich Erfindo an oder soll ich die Musik auch noch ein bisschen leiser machen? War manchmal schon so. Okay, gut. Dann danke für den Hinweis. Komisch, dass mir das einer noch nicht gesagt haben, aber jetzt, wo ich das hier gehört habe, muss ich auch zustimmen. Natürlich, visuell. Das war ja klar. So. Das wäre hier die Hälfte. Ja, reicht völlig aus so, ne? Könnte ein bisschen Hintergrundgedudel sein. Ein eher kommunikativ veranlagter Typ. Ja, muss es auch geben. Ich zum Beispiel bin das... Naja, weiß ich auch nicht. Ich bin da so ein komischer Fall. Wenn ich es vermeiden kann, rede ich nicht. Wenn ich muss, dann mache ich es. Außer beim Stream, da rede ich nämlich auch. Bist dick. Die Webcam irgendwie verrutscht? Man kann ja Feuerglatze gar nicht mehr lesen. Ich habe mich noch kurz gefragt, nee, auch bei sonst bei meinem Realtek HD Audio Manager ist eigentlich auch alles richtig. Gut. Leute, Erfindo, Visual, alle, die da waren, alle, die da sind und alle, die dort sein werden, ich wünsche euch eine sehr kommunikative, schöne, gute Nachtruhe. Schlafen Sie gut. Hauen Sie rein. Denkt an das, was der Papa sagt und achtet darauf, was ihr mit feuchtem Toilettenpapier macht. Da gibt es ein richtig und ein falsch. Seid wie ich, macht das richtig. Und jetzt bei so einem Spiel macht es, ergibt es sogar Sinn. Nicht zu tief rein beim Abwischen. Live long and prosper. Live long and prosper, nicht prosper. Peace and long life.